Es geht los. Festhalten. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Wunderschönen guten Tag, hallo. Der Katzenbesitzer Matthias. Hallo. Und der beiden Hundebesitzer René. Nee. Ja. Bald geht hier die Post ab. Ja, es war ein schwacher Moment. Ja, aber damit mit dem Hund bin ich wenigstens gerüstet, wenn ich ins nächste Dungeon reingehe. Dann verteidigt er mich. Als Companion quasi. Gut. Damit wäre auch schon das Geheimnis gelüftet, worum es heute geht. Wir möchten heute ein bisschen über Dungeon Crawler reden. Und Arne meinte schon, so, das war's jetzt für ihn. Er hat jetzt das Intro gespielt. Jetzt kann er ja gehen. Ja, ich schließe mich an. Ach, Sonja, lass mal spielen. Ja, dann könnt ihr ja ab jetzt die Moderation übernehmen, wenn ihr denkt, dass ich mehr rede gleich. Weil du hast ja einiges hier noch auf den Plan geschrieben, Arne. Dann fang mal an. Wer, ich? Ich habe ja zwei Sachen reingeschrieben. Genau. Ja, sage ich doch einiges. Genau, wir hatten mal in der letzten Sendung schon gesagt, also unsere Patreone sind jetzt in der Auslieferung für die Patreon-exklusive, für die Postkarte für Rajas of the Ganges. Ich glaube, Matthias, bist du jetzt dabei oder hast du das schon jetzt gemacht? Die müsste bei den meisten schon angekommen sein. Sagst du jetzt am Dienstagabend oder sagst du jetzt am Freitagmorgen? Sage ich jetzt am Dienstagabend. Also Sonja kann ja mal kurz sagen, ob es bei ihr schon da ist. Nein, ich habe noch nichts bekommen. Also ich habe sie am Sonntagabend in den Briefkasten gestellt. Also alle unsere Unterstützer bekommen eine Postkarte, die der Verlag für uns gemacht hat. Oder wir haben die gedruckt, aber die Idee ist von denen. So war es doch, oder? Also es ist so, dass wir als freundliches Dreingabe dieses Jahr von Huch eine Promo-Postkarte haben für Rajas of the Ganges, die jeder, der das Spiel hat, also verwenden kann. Wir haben die Daten dafür bekommen. Wir haben davon einen ganzen Stapel produziert und den verschicken wir natürlich brav an unsere Unterstützer. Genau. Wer jetzt sagt, ich möchte auch noch so eine Karte haben, schreibt einfach mal eine Mail an irgendwie uns oder an mich. info@bretterwisser.de. Dann können wir uns da sicherlich irgendwie einig werden. Zwinker, zwinker. Kicher, kicher. Ja, das habe ich reingeschrieben. Ja, das stimmt. Ja, und du hast noch was gemacht heute. Nee, das machen wir nachher bei der Frage. Ach, das machen wir nachher erst. Ja, wir wollen uns das ja nicht wieder frontloaden alles. Gut. Eine Sache, die gerade im Chat noch reingeflogen kam, war nach der Frage, wie war denn die Spieldoch in Duisburg? Ich war jetzt am Wochenende, am Samstag, war ich mit der Family dort. Und eben hatte ich schon mal so hier in die interne Runde gefragt, ich weiß nicht, wohin will denn diese Veranstaltung? Ich habe momentan auch das Problem, dass ich nicht weiß, was ist denn so die Ausrichtung, was ist die Zielgruppe. Grundsätzlich ist das noch eine nette, in Anführungszeichen kleine Veranstaltung, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die offiziellen Besucherzahlen waren, aber es ist weit davon entfernt, überfüllt zu sein, wie Essen zum Beispiel, also dass man da durch die Gänge strömen oder sich kämpfen muss. Sehr viel Platz. Es gibt einige Bereiche, wo gespielt wird. Es sind einige Verlage da, aber bei weitem nicht alle. Erfreulich ist, sie haben einen sehr, sehr fairen Eintrittspreis von 4 Euro, wobei Kinder unter 10 tatsächlich Eintritt frei haben mit den Eltern und 2 Euro von dem jeweiligen Eintrittsticket gelten noch als Gutschein, wenn man bei der Spieleburg, bei Rakuten irgendwas noch dann kauft. Roskoten. Roskoten, genau. Was war denn das andere? Rakuten ist ein Online-Shop. Genau, es ist sowas Ähnliches. Roskoten, genau. Ja, aber ansonsten,
ja, fehlt mir so ein bisschen die Ausrichtung von dem Ganzen. Ich finde es, also es ist nicht schlecht, keine schlechte Veranstaltung, aber ich fand, die sind mit einem letztes Jahr mit einem gehörigen Wir kommen jetzt aufgefahren und ja, wie, um wie viel sie gewachsen sind, kann ich auch nur schwer abschätzen, weil es diese eine Halle war. Ja. Ansonsten kann man halt dann da schön spielen. Es ist, wie gesagt, nicht so voll. Das ist echt ein großer Vorteil davon. Aber ich frage mich halt, wo es hingehen soll. Das, da bin ich mir noch unsicher. Also im Chat wird gerade geschrieben bei uns, dass das eigentlich sehr angenehm war, dass es so ein bisschen ruhiger und familiärer und halt so ein Gegenpol zu Essen bildet. Ich hatte ja im Vorgespräch, was wir halt off-Mic gemacht haben, gesagt, na, vielleicht ist das halt eine gute Möglichkeit für die Verlage, ihre Frühjahrsneuheiten so ein bisschen dort zu präsentieren. Ist halt so ein bisschen auch meine These, dass das vielleicht so ein bisschen so eine Plattform werden könnte für die Vor-Ostern-Sachen, also das, was halt nach Nürnberg rauskommt an den Neuheiten. Ja, aber es sind halt nicht alle Verlage vertreten und wie eben schon erwähnt, selbst Asmodee, die ja in Essen mittlerweile, glaube ich, eine ganze Halle füllen können, haben dort einen normal, gefühlt normal großen Stand wie alle anderen auch. Ja, aber es ist jetzt auch... Pegasus war gar nicht da. Fragen wir mal andersrum, gibt es da noch eine zweite Halle? Weil ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Halle ja ausgebucht. So richtig wachsen können sie jetzt flächenmäßig auch nicht, oder? Das weiß ich gar nicht, wie das da aussieht mit Weiträumen. Es gibt auf jeden Fall noch so eine Empore, wo man noch was machen kann. Da würde auch noch was drauf passen. Ob die jetzt da noch weitere Hallen eigentlich haben, also geländemäßig ist da genug zu bieten. Ja. Sven schreibt gerade, hinter dem Vorhang ist noch Platz. Ich habe keine Ahnung. Klingt irgendwie gerade ein bisschen wild. Ja, die teilen die Halle halt mittendrin dann irgendwie ab mit einem großen, schweren Vorhang, wo dann auch der Imbisswagen steht, wo du dann Döner kaufen kannst. Wie gesagt, ich bin halt einfach noch gespannt, wo das Ganze hingehen soll, ohne das jetzt wirklich groß negativ zu sehen. Ja, aber das ist eine nette kleine Veranstaltung. Mal gucken, wo sich hinentwickelt. Der Sven schrieb auch gerade, das ist halt eher familienorientiert. Und da fehlt mir aber tatsächlich auch die Familienorientierung. Also ich vergleiche das gerne mit Ratingen, die ja auch tatsächlich sagen, wir sind hier für die Familien auch zuständig. Aber da gibt es dann auch eine Kinderecke in irgendeiner Art und Weise, wo da gibt's in Ratingen gibt es tatsächlich sogar einen Bereich mit einem Bällebad, wo ein paar Aufpasser sind, wo du dein Kind mal für 20 Minuten oder je nachdem, wie lange es aushält, abgeben kannst. Und da werden die da ein bisschen bespaßt. Ja, das ist halt da jetzt in Duisburg nicht, deswegen weiß ich nicht, ob die Aussage, das ist familienorientiert, sehr ja familienspielorientiert, aber ja, mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, das soll kein großes Klammern oder Kritisieren sein. Ich frage mich halt, wo es hingehen soll. Ja, ich denke mal, das ist halt so, naja, das ist jetzt ja auch die zweite Veranstaltung dieser Art. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit irgendwie mit der BerlinCon vergleichen kann, wo die am Anfang war und wo die jetzt, ich weiß nicht, ist das jetzt das fünfte Jahr für die BerlinCon? Ja. Und ja, aber die BerlinCon wurde von, in Anführungszeichen, nur zwei YouTubern oder am Anfang, ich weiß nicht, wie viel der Hunter da übernommen hat, aber von YouTubern, die ja auch von nichts eine Ahnung hatten, da wird von einem Verlag gemacht. Langen wir mal andersrum. Hunter und Kron hatten eigentlich immer so ein Gefühl, so wir wollen auf der einen Seite ein großes Stelldich einbringen und sagen, hier, kommt hierher, spielt, ihr könnt was erleben. Das Spielen steht da deutlich im Vordergrund mit einer eigenen großen Ausleihe und dem Flohmarkt und allem. Und die präsentieren sich ja auch selber und machen da ihre Live-Aufnahmen und ähnlichen Kram. Das heißt, sie sind tatsächlich mit einem gefühlten Konzept gestartet, das ein bisschen anders ist als die meisten Messen. Und das ist halt in Duisburg nicht. In Duisburg sind sie gestartet als, wir sind das Essen im Frühjahr. Und das denke ich halt, das sind sie halt nicht, also zumindest aktuell nicht. Vielleicht werden sie es noch, aber ja. Gut, aber ich glaube, dazu haben wir jetzt genug. Wie gesagt, das soll auch keine Kritik groß sein. Es ist ja trotzdem eine nette Veranstaltung und wie gesagt, es ist
man kann da auch gut hingehen und man ist in 2 Stunden drüber und dann kann man sogar noch sagen, okay, jetzt gehen wir hier noch in den Duisburg, in den Landschaftspark, der ist auch immer ein Besuch wert, das kann man also super kombinieren, gerade bei schönem Wetter, so wie es dieses Wochenende war, kannst du echt so noch ein bisschen noch die alten Industrieanlagen bewandern. Ja, ist dann halt auch die Frage, ob vielleicht denn die Messe auch von dem Landschaftspark wieder profitiert, ne? Also ob denn einfach sagen, hey, hier gehen gerade andere Leute spazieren, da ist eine Veranstaltung, guck, lass uns da mal reingucken. Und wenn du dann natürlich noch so einen niedrigen Eintrittspreis hast, dann ist das natürlich vielleicht auch eine gute Kombination. Mag sein, so, aber... Als Laufpublikum, aber ich weiß nicht, ob das denn die Masse ist. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Ich glaube auch nicht, dass es die Masse ist, wenn es vor allem ein schlechtes Wetter ist, wenn es regnet, kommt halt keiner. Also ob das jetzt, ob die darauf setzen können, ey, da kommt noch Laufkundschaft. Ich glaube, oder ich hoffe mal, dass es nicht deren Konzept ist. Ja. Gut. Aber kommen wir jetzt, machen wir jetzt mal weiter. Wie gesagt, oder eben schon angedeutet, heute ist das Thema Dungeon Crawler. Da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und ich fange tatsächlich auch diesmal direkt an mit dem Spiel der Woche, denn ich dachte, wenn wir schon über Dungeon Crawler reden, dann kann ich mir auch einen vorstellen. Und zwar möchte ich heute über Shadows of Brimstone reden. Einem mittlerweile unübersichtlichen Monstrum von Spiel und Zubehör und Erweiterungen. Gerade vor 2 oder 3 Wochen ist der letzte Kickstarter beendet worden. Erfolgreich, sehr erfolgreich wieder, wo es wieder einen Haufen von Plastik und Pappe zu kaufen gab, die dann hier wieder landen werden und darauf warten, irgendwann in 100 Jahren bemalt zu werden. Wobei geht es bei Shadows of Brimstone? Shadows of Brimstone ist vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, gestartet und war als Dungeon Crawler mit einem Western-Thema und einem Horror-Thema angetreten. Also sie haben kombiniert die Genres, um ein bisher einzigartiges Setting daherzustellen. Zwar ist ein kooperativer Dungeon Crawler, wo man seine Party zusammenstellt, die dann zum Beispiel aus dem Priester, dem Marshal, dem Farmer und dem Indianer-Scout besteht, um dann in die Minen hineinzugehen und dort nach Darkstone zu suchen. Denn dieses Darkstone ist ein merkwürdiger Kristall, der dunkle Energie ausstrahlt, der da auch für sorgt, dass die Leute mutieren, dass dort Monster auf einmal auftauchen und Risse in die Gegenwart reißen, wohin man in andere Welten reisen kann. Sprich, man versucht mit seiner Party verschiedene Aufträge zu erledigen. Das können ganz einfache Sachen sein, wie ich muss so und so viel Darkstone finden und habe dann das Abenteuer geschafft, bis ich muss einen bestimmten Gegner suchen. Ich muss da irgendwas verhindern, was passieren kann. Unterschiedlichste Missionstypen gibt es da, die ich in beliebiger Art und Weise spielen kann. Ich kann sie schwerer, leichter machen. Also es hat mehr so diesen Sandbox-Effekt. Also ich habe die Komponenten und die kann ich zusammen verbinden. Gehe halt mit meinen Charakteren in das Abenteuer rein. Muss dann Monster bekämpfen. Ich kann durch diese Portale in andere Welten, wo ich auf einmal auf irgendwelche Aliens treffe, auf Magma-Monster, auf hast du nicht gesehen, Viecher, auf Roboter. Die unterschiedlichsten Arten von Monstern können die halt hier super kombinieren und du rennst in Anführungszeichen mit deiner Winchester rum oder der Indianer mit seinem Tomahawk und versuchst halt dann da die Gegner zu bekämpfen, Gegenstände einzusammeln, aufzuleveln, also Erfahrungspunkte zu sammeln, Geld zu sammeln, um dann nach erfolgreichem Abschluss in die Stadt zurück das Geld zu investieren, erstmal in Heilung oder in neue Ausrüstungsgegenstände. Aber man kann auch Artefakte finden, die einem wieder super mächtig machen. Und so spielt man sich halt von Abenteuer zu Abenteuer und levelt sich auf, kann stärkere Monster bekämpfen, neue Monster bekämpfen. Es gibt Erweiterungen noch und nöcher, wie gesagt, man kann in eine Dschungelwelt, man kann in so eine Eiswelt hineinreiten, man kann in eine Lavawelt. Es gibt so eine
Vampirwelt, es gibt Wüstenwelten, wo man hinkommen kann. Vor 3 Jahren, glaube ich, gab es einen Kickstarter, der hat wieder ein neues Basisspiel rausgebracht. Da startet man im feudalen Japan, hat also dann Samurais und Geishas und alles Mögliche und kämpft halt dann gegen diese japanischen Monstrositäten und Drachen und sowas alles. Und der aktuell letzte Kickstarter war dann, da kann man spanische Eroberer oder Wikinger spielen und erlebt halt dann mit denen Abenteuern. Also ein riesiges Universum, was die da erschaffen haben, haben eine riesen Fanbase, eine riesen Community, die auch eigenen Content hinzusteuern. Es gibt also so Kartengeneratoren, dass man sich selber Karten machen kann. Es gibt ein, von der Community ein eigens dafür erstelltes Kampagnensystem, wo man sagen kann, hier über mehrere Spiele hinweg gibt es eine fortlaufende Kampagne. Du kannst dich auf nur einer Karte bewegen, Städte betreten. All das macht das zu einer riesigen, fast unübersichtlichen oder unüberschaubaren Welt, die aber total Spaß macht, einfach rumzulaufen, Sachen zu entdecken, Artefakte oder sich zuzulegen, zu benutzen. Das Problem ist, wenn man da solche Sachen dann benutzt, kann man Mutationen bekommen. Auf einmal hast du so ein drittes Auge auf der Stirn oder eine Hand auf dem Rücken. Du wirst quasi verdorben von diesen ganzen Sachen, musst also ein gewisses Risiko eingehen. Wie viel nimmst du davon, wie viel nicht? Dann hast du Ereignisse in der Stadt. Du willst zum Arzt gehen. Der Arzt hat aber gerade so viel gesoffen, dass er dir eher schadet, als dir gut tut. Es gibt eine eigene Erweiterung für eine Stadt, wo es noch mehr Events gibt, die passieren können. Du kannst einzelne Szenarien in der Stadt spielen. Du musst einen Gefängnisausbruch verhindern. Es gibt Duelle, die in der Stadt passieren. Also dieses ganze Wild West-Thema kombiniert mit diesem Horror-Science-Fiction-Thema macht unglaublich viel Spaß, um da rumzulaufen. Es ist eine reine Würfel-Arie. Du musst für alles und jeden würfeln. Oft genug scheitert man auch. Man verliert auch schnell. Dann wird man von Gegnern überrannt. Aber für mich macht das eigentlich unheimlich viel Spaß. Gerade dieses Verbessern und Aufleveln. Und du wirst besser und stärker. Und kannst dann natürlich wagen, in andere Welten vorzudringen. Und auf einmal kommt so ein riesiger Roboter auf dich zu und macht irgendwas. Doch das macht mir unheimlich viel Spaß. Auch wenn es ein sehr teures Vergnügen ist. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich erstmal ausgeredet. Du hast ja schon gesagt, es wirkt unübersichtlich. Für mich wirkt es noch 3-mal mehr unübersichtlicher. Definitiv, also es ist doch definitiv kein Spiel, was jetzt in Anführungszeichen gestreamlined wäre. Ne? Also es hat Ecken und Kanten an vielen Stellen, wo man sagt, aber ich glaube, das Ganze lädt von seinem Setting, von seiner Aufmachung, von seiner Grafik, auch die modularen Dungeon-Teile, die sich dann so aufbauen, du erforst Minen. Es gibt verschiedene Events, die passieren können, wenn du einen neuen Raum betrittst. Das ist alles auch sehr kleinteilig, also da gibt es auch ganz, ganz viel dran zu kritisieren. Ne? Und dich würde das wahrscheinlich total abschrecken. Ne, aber dieses Setting finde ich halt total spannend. Ich finde sowieso, es gibt viel zu wenig Spiele mit dem Western-Setting und dann noch kombiniert mit so einem Horror-Science-Fiction-Thema, finde ich das einfach super. Horror-Science-Fiction-Wikinger, Asien-Science-Fiction-Thema. Ja, wir werfen einfach alles zusammen, nehmen das Beste aus allen und machen einen wilden Mix draus. Also es ist eher könnte auch sagen, so ein B-Movie, oder? Ist das so hier so Pipe-Literatur als in so einen Dungeon Crawler Pipe ja nicht, aber. Ja, nee, also schon nicht die hohe Kunst. Nimmt es sich ernst? Also hast du das Gefühl, dass es sich ernst nimmt, sagen wir es mal so? Es ist jetzt keine bunte Popcorn-Comic-Grafik. So, an sich ist das alles schon stimmig. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt bierernst alles abgehandelt wird. Das ist auch wirklich so ein Spiel, was du halt dann in guter Geselligkeit machen kannst. Mhm. Wo du auch ruhig mal einen trinken bei kannst.
Und wie gesagt, es ist sehr kleinteilig und viele kleine Regeln und hier muss man das nachschlagen, da muss man es nachschlagen. Karten, Berge ohne Ende. Aber genau das finde ich halt also sehr, sehr spannend und macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe jetzt keinen Bedarf, das zu spielen. Das glaube ich. Und auch kein Verlangen. Also, Matthias, kennst du das denn? Er sagt nichts. Ich habe das oft genug gesehen, aber noch nie gespielt. Arne, würde es sich denn vom Thema her anmachen? Es ist mir, glaube ich, zu durcheinander. Also Western Science Fiction, ne, da geht man ja in die Richtung Westworld so ein bisschen. Ne? Wahrscheinlich schon, aber wenn da irgendwie noch Horror und irgendwie, naja, Asien ist ja auch dann wieder Westworld. Aber, sorry für den Spoiler, falls irgendjemand jetzt gespoilert wurde. Ich glaube nicht. Okay. Ja, wie gesagt, das ist mehr so ein Spiel, was einfach, glaube ich, von den Emotionen auch lebt, wo man dann einfach Spaß mit haben kann oder auch was Leute total abschreckt. Aber ich finde es gut. Daumen hoch mit dir, ja. Definitiv. Wahrscheinlich werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Deswegen soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Also es war Shadows of Brimstone, Flying Frog Productions. Das sind die Brüder Jason Hill und sein Bruder Hill. Jonah Hill. Die haben das zusammen sich ausgedacht und mir macht es eine Menge Spaß. So, dann leiten wir mal zur Frage der Woche. Da habe ich noch mal was ins Dokument geschrieben. Ne? Ja, eine Telefonnummer. Ihr könnt uns, also jetzt an die Hörer, nicht ihr anderen, wenn ihr eine Frage der Woche habt, ne, wenn du eine gute Frage der Woche hast, darfst du auch. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Nummer eingerichtet. Also wenn euch E-Mail irgendwie zu kompliziert war und Hilfe, ich weiß nicht, wie das geht. Ich sag mal so, wer ein Smartphone hat, wird wahrscheinlich auch in 95% der Fällen auch eine WhatsApp-Nummer oder WhatsApp nutzen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Der kann uns eine WhatsApp-Nachricht schicken. Wir müssen diese Nummer noch mal ein bisschen bekannter machen, ne? Müssen wir mal überlegen, wie wir die denn irgendwie. Aber ich sage euch die mal. Das ist die 0170 5444 843. Ich schreibe die mal als Notiz hier rein. Also ich wiederhole nochmal. 0170 5444 843. Dort könnt ihr uns eine WhatsApp-Nachricht schicken. Da wird auch keiner dran gehen ans Telefon. Diese Telefonnummer ist jetzt nur für die Bretterwisser eingerichtet. Also das wird jetzt wahrscheinlich mal hier wahrscheinlich irgendwie auf dem Schreibtisch irgendwo sein Leben fristen, dieses Telefon. Solange es da noch WhatsApp drauf gibt, ich weiß nicht, wie lange das noch passieren wird. Da könnt ihr uns halt eine WhatsApp-Nachricht schicken und dann könnt ihr in die Sendung hier reinkommen. Das hat nämlich auch der, gut, dass ich mir den Namen aufgeschrieben habe. Kai. Ich glaube, Kai, ja, ich glaube. Hat das schon gemacht. Der war der erste, Premiere und so, Trommelwirbel. Ich habe hier nur die Trommel. Das passt nicht ganz, ne? Den würde ich einfach mal abspielen. Wir haben noch nicht gehört, was da jetzt los ist. Also, was der Kai sagt. Deswegen einfach mal ins Blaue. Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Kai. Mir sind zwei spontane Fragen eingefallen. Vielleicht habt ihr die auch schon mal beantwortet. Einmal würde ich gerne von euch wissen, wo fängt eigentlich ein Vielspieler an? Was macht einen Vielspieler aus? Seid ihr selbst eigentlich Vielspieler? Der Begriff wird so oft benutzt und irgendwie frage ich mich doch immer wieder, ja, eben genau das, wo fängt er an, wo hört er auf? Da hätten wir, glaube ich, eine ganze Sendung zu füllen können, oder? Tja, der Vielspieler. Ein Vielspieler ist einer, der viel spielt. Das ist ganz einfach. Ja, aber was ist denn viel? Das einmal die Woche viel? Ich glaube, einmal die Woche ist schon viel, würde ich sagen. Echt? Das ist für mich ein Gelegenheitsspieler. Eine Gelegenheit würde ich sagen, einmal im Monat. Das ist ein Nichtspieler.
Also ich. Ja, ist echt schwierig. Die Frage ist natürlich nicht nur, wie oft, sondern auch, was und wenn man immer nur das Gleiche spielt, aber das irgendwie dreimal die Woche Skat spielt, ist man auch kein Vielspieler, oder? Dann ist man Skat-Spieler. Ja, nein, ich meine, wenn man halt sagt, ich spiele immer nur das gleiche Spiel, ist man denn ein Vielspieler, wenn man das auch viel spielt? Hm. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ja, 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 ich glaube, so eine richtige Definition gibt es da ja einfach gar nicht. Ja, aber das, dann lass uns doch jetzt eine für uns finden. Ja. Also René. Ist auch die Frage, ob zum Beispiel Matthias ist unter den Vielspielern ja schon ein Vielspieler. Und ich glaube, da gibt es halt dann auch Abgrenzungen. Ich glaube aber, dieser Begriff Vielspieler soll ja, glaube ich, eher für den Otto-Normalspieler dann anzeigen, dass er halt deutlich mehr als einmal im Monat irgendwie spielt. Ich glaube, für einen Gelegenheitsspieler oder für den Otto-Normal-Verbraucher ist so ein Vielspieler tatsächlich, der jedes Wochenende, glaube ich, verspielt. Das ist für den schon ein Vielspieler. Kann man das vielleicht mal von einem zeitlichen Aspekt weggehen? Vielleicht können wir das mal so definieren, ein Vielspieler ist einer, der viele verschiedene Spiele spielt. Weil, weißt du, wenn einer also wirklich jeden Abend in die Kneipe geht und Skat spielt, ist er für mich kein Vielspieler, weil er einfach nur Skat spielt. Für mich ist ein Vielspieler einer, der viele Spiele kennt. Und ob er jetzt nur einmal im Monat spielt oder einmal die Woche, ist an der Stelle, finde ich, gar nicht entscheidend. Oh, ich sehe gerade im Chat, ist auch gerade Diskussion, bricht auch gerade Diskussion los. Also die Definition von Matthias finde ich gar nicht verkehrt. Mhm. Also ja. Das ist einfach mal so in den Raum geworfen. Also weil, ich meine, wir verwenden Vielspieler ja oft meistens für die Leute, die halt wirklich in der Szene drin sind. Aber ich meine, es gibt halt Leute, die auch wirklich viel spielen, aber die weit davon entfernt sind, als Vielspieler von uns kategorisiert werden zu wollen. Und das ist halt einfach so ein Ansatz zu sagen, ich kenne viele Spiele, also bin ich ein Vielspieler. Hier im Chat der Fizzy hat auch geschrieben, wenn man am Spielen interessiert ist, kann man da nicht auch ein Spielspieler sein, wenn man halt weiß, was so los ist und gar nicht vielleicht so oft spielt. Ja. Ich meine, es gibt auf Anons auch Leute, die würde ich definitiv unter Vielspieler packen und die sind froh, dass sie einmal im Monat dazu kommen, was zu spielen. Ha, jetzt haben wir uns einfach mal was. Ich höre keinen weiteren Widerspruch. Wir haben das jetzt einfach mal festgesetzt. Irgendjemand trägt das bei BGG ein und damit ist die Sache geklärt. Neben Wikipedia, da steht auch die Wahrheit. Ach so, ja. Bald nicht mehr, dank Artikel 13, 17 oder was auch immer es jetzt ist. Ja. Genau. Wir sind uns nicht einig oder es gibt keine Antwort. Gut gemacht, Kai. Vielen Dank dafür. der hat noch eine Frage geschickt. Ich weiß nicht, was da drin ist. Und die zweite Frage, die ich für euch habe: Habt ihr eigentlich ein Spiel in eurer Sammlung, das ihr auf keinen Fall verkaufen würdet, weil ihr damit irgendetwas verbindet, obwohl es eigentlich gar nicht mehr auf den Tisch kommt oder vielleicht auch noch nie so richtig auf den Tisch kam? Arne, gibt es sowas, Arne? Gibt es die heilige Kuh in deinem Spieleschrank, von der du dich nie trennen würdest, selbst wenn du weißt, dass du es nie spielst? Also selbst Dominion wäre etwas, wovon du dich ja schon mal getrennt hast und es dir einfach dann bloß wieder irgendwann angeschafft hast. Und auch Ascension hast du mal verkauft und dir das dann bloß wieder angeschafft. Also Teile. Nee, ich habe Ascension dann wieder reduziert, dann hatte ich nochmal wieder aufgestockt, dann habe ich es wieder reduziert. ich gucke gerade. Ich kann ja Zeit geben. Ich habe nämlich auch schon mal geguckt und mir fällt was auf oder ein. Und zwar Dark, Darker, Darkest. Aha. Und zwar das war mein erstes Kickstarter-Projekt. Das war was von Queen Games ist. Und was einfach, glaube ich, auch ein unheimlich schlechtes Spiel ist. Was, glaube ich, was wir einmal gespielt haben bis jetzt und fanden es. Aber ich würde mich tatsächlich nicht davon trennen. Weil es das erste Kickstarter ist? Weil es das erste Kickstarter ist und
Ja, und irgendwie mich damals in diesen Hype auch mit reingezogen hat. Und ja, das wäre einfach so ein Spiel, nee, da würde ich mich jetzt, man kriegt wahrscheinlich auch nichts davon, für, aber da würde ich mich tatsächlich jetzt so nicht zwingend von trennen. Matthias? Ich denke noch nach, aber der Arne hat ja eine Idee. Ich hänge sehr an meinem Las Vegas, / Vegas. Da hänge ich, das war auch so einer meiner ersten Blogbeiträge, als ich noch geschrieben habe. Ich glaube, es war nicht der erste, aber es war so, das ist aber auch so das Spiel, wo ich denke, da bin ich so genau, das ist so, das ist ja wahrscheinlich irgendwie auch so mein Lieblingsspiel, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, das würde ich nie hergeben. Ich werde es wahrscheinlich jetzt demnächst mal austauschen, aber das ist eine andere Geschichte. weil das einfach, ja, das ist so für mich so mein Spiel, glaube ich, so. Ich glaube, bei Sonja ist die Sammlung noch nicht so lange am Wachsen, deswegen. Genau, also bisher habe ich ja noch gar kein Spiel weggegeben und habe es auch noch nicht vor. Ich weiß aber, dass der Punkt irgendwann kommen wird, weil der Platz nicht mehr ausreicht. Jetzt ist der Platz schon knapp, ich verstehe. Aber eine Sache gibt es, ich bin ja großer Munchkin-Fan und ich habe ja mittlerweile den Koffer voll und ich habe jetzt gerade heute die zweite Munchkin-Box, Monster-Box voll gemacht. Und das sind Sachen, die ich, glaube ich, nicht so einfach hergeben würde. Aber auch eher so aus dem Sammler-Gedanken her. Fragen wir es andersrum. Könntest du dir eher vorstellen, dich von Munchkin zu trennen oder von deinen Spielen mit Schafen? Das ist eine schwere Entscheidung. Wahrscheinlich würde ich für das gesamte Munchkin-Konvolut mehr einnehmen können als für die Schafspiele. Ah, da kommt dann der finanzielle Aspekt mit rein. Welches war denn dein erster Beitrag auf deinem Blog? War das auch Munchkin? Ich glaube, das war tatsächlich Munchkin Loot Letter. Ich gucke gerade. Hier steht Januar 15. Hast du da angefangen? Ja, ja. Da steht, welcher HE geht? Hans im Glück-Typ bist du. Das war eine Frage von Hans im Glück bei Facebook. Dann kam der Silvesterrückblick und dann kam was zu Munchkin. Jetzt erwartet ihr wahrscheinlich, dass ich auch gucke, was mein erster Beitrag war. Nee, du hast ja noch gar keine Antwort gesagt. Ja, aber jetzt überlege ich gerade, ob ich vielleicht, ich meine, mein erster Beitrag ist von 2010. Und dann, 2010, was habe ich denn? Das erste Spiel, das ich 2010 vorgestellt habe. Das war Finca? Okay. Er würde es nie hergeben. Ich hab's nicht mehr. Yes. Gucken wir mal weiter. Das zweite Spiel war Igizia. Davon würde ich mich wahrscheinlich trennen, wenn dann die Neuauflage kommt. Jetzt gehen wir das bitte nicht alle deine Blogbeiträge durch. Ich bin gerade mal beim 5. Januar. Das könnte länger dauern. Nee, also ich glaube, bei mir ist, wenn, dann wäre es Netrunner. Welches? Also ich habe jetzt, egal, alles, was rund um Netrunner ist. Also ich glaube, Netrunner wäre das, wovon ich mich nie trennen könnte. Ich habe sämtliche alten Karten aus den 90ern im Keller in 2-3 Kisten, die da ein bisschen Staub anfangen, aber ich würde sie wirklich eher weiter mit Staub zudecken, als dass ich mich von ihnen trenne. Und selbst bei Android Netrunner habe ich mir dann jetzt, als es dann eingestellt wurde, noch schnell die letzten paar Packs geholt, damit ich es vollständig habe. Und da ist es ja inzwischen so, dass das rauskommt im Sinne von, dass da halt sich irgendwelche Fans darum kümmern und eigene Print-on-Demand-Sets machen. Und selbst das habe ich mir besorgt, auch wenn ich weiß, dass ich es wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten nicht spielen werde. Also von da aus gesehen, ich glaube, Netrunner wäre das, wo tatsächlich mein Herz am heißesten hängt. Und in dem Zusammenhang tatsächlich sehr, sehr viele asymmetrische Spiele. Aber da würde ich im Notfall vielleicht eher noch ein Auge zudrücken. Aber von Netrunner kann ich mir nicht vorstellen, mich zu trennen. Gut, ich glaube, dann haben wir die Fragen alle beantwortet, oder? Ja, das hat der Kai super gemacht. Also wenn ihr auch das machen wollt, das hat ja mit WhatsApp hervorragend geklappt. Das war jetzt unser kleiner Testlauf. Schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, wenn euch irgendwie was einfällt und ihr keine Lust habt, ein YouTube-Video schnell zu machen, so wie ich das im Moment mache. Nehmt das Handy in der Hand, ruft die 0170 5444 843 an. Also nicht anrufen, sondern schickt eine Nachricht dahin. Am besten speichert ihr die als Kontakt irgendwie da im Handy, dann geht das schneller. Und Arne hat kein Problem damit, mit Fragen überhäuft zu werden.
Ich nicht, ich weiß nicht, ihr ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel Fragen da drauf geht auf das Gerät. Ist keine SD-Karte drin. Du meinst, es ist ein physikalisches Problem, könnte. Ja, genau. Aber gut. Danke für den Kai, dass er das mitgemacht hat. Dann biegen wir jetzt mal ein zum Hauptthema, den Dungeon Crawlern. So, Arne, kannst du jetzt was essen, nicht zurücklehnen? Ja, schon alle in Schokolade. Ja. Aber dann fangen wir doch mal direkt mit dir an, Arne. Was ist für dich überhaupt, oder was ist in deinen Augen ein Dungeon Crawler? Ich wusste es ganz genau. Das ist doch schön. Du bist nicht vorbereitet. Ich hatte ja mal so ein Descent. Mhm. Das wohnt ja mittlerweile bei René. Genau. Ja, Dungeon Crawler, das heißt, ich hatte ja auch schon so ein bisschen Begegnung damit, würde ich mal behaupten. Wir haben das halt auch ein paar Mal gespielt und dann habe ich gemerkt, ist nichts für mich. Das ist halt so, du hast halt irgendwie, du verkörperst einen Charakter. Idealerweise ziehst du irgendwie los in so ein Verlies, Dungeon, um nicht halt den Begriff Dungeon zu benutzen, sondern du bist halt irgendwie unterwegs und willst halt irgendwie von A nach B kommen. Lassen wir es mal so ein bisschen neutral. Muss ja nicht Verlies sein. Und es warten irgendwelche Monster auf dich, die entweder durch das Spiel gesteuert werden oder durch einen zweiten oder durch einen Game Master. So würde ich das jetzt irgendwie. Und du schnetzelst die irgendwie nieder. Mhm. Ja, sehr schön. Sendung vorbei. Ja, Spaß gemacht. Hast du da was hinzuzufügen? Was ist aus deiner Sicht? Ja, eigentlich so ähnlich. Also ein Spiel, bei dem ich einen Ort durchsuche und da irgendwelche Schätze finde, irgendwelche Monster begegnen kann, die ich bekämpfen muss. Also Munchkin. Ist Munchkin ein Dungeon Crawler? Genau, das wäre jetzt die Frage. Ist für dich Frage ich mir auch schon gestellt. Für mich ist es das. Das ist immer so, ich sage, ja, das ist so der einzige, den ich wirklich spiele. Wow. So weit sind wir schon. Es ist ein Dungeon Crawler. Wow. Ist ja, es denn für euch auch ein Dungeon Crawler? Für mich wäre es jetzt tatsächlich keiner. Also ich muss dazu sagen, also ich meine, wo kommen denn die Dungeon Crawler hin? Da kommen die guten alten Zeiten, die wir schon so oft erwähnt haben, aus den 70ern, wo Dungeons & Dragons rauskam. Und Dungeons & Dragons hatte zwei ganz, ganz entscheidende Eigenschaften, nämlich erstens, es hatte Dungeons und zweitens, es hatte Dragons. Und das und, ist und. Und die Dungeons waren tatsächlich, also es ist tatsächlich unfassbar, wie also es gibt halt im Rollenspielbereich so die berühmten Mega-Dungeons, wo du dich durch eines dann von dem anderen klopfst und dann der berühmte Tomb of Horror, der davon gelebt hat, dass du nach der ersten Ecke tot warst und es Leute gab, die ganz stolz gesagt haben, sie haben es im 12. Anlauf irgendwie geschafft, irgendwie die Hälfte durchzuziehen und solche Sachen. Ein Dungeon lebt vor allem davon, dass es einfach tödlich ist, dass es gemeine Fallen gibt, dass es sinnlose Monster gibt, dass es irgendetwas bewacht. Aber dieses Verlies lebt ja davon, was kommt denn da? Ich weiß es nicht. Es ist spannend. Was ist um die nächste Ecke herum? Gibt es da eine Falle? Wie sieht der Raum aus? Gibt es ein hübsches Rätsel? Das ist so von in der Theorie ist jedes Exit-Game in gewisser Weise so ein Dungeon. Und wenn man das von der Seite betrachtet, könnte ich mir auch gerade vom Ursprung von Munchkin, weil Munchkin ist ja nun wirklich sowas von vertieft mit Rollenspiel-Klischees, kann ich das völlig nachvollziehen, dass man das als Dungeon Crawler betrachtet. Habe ich kein Problem mit. Wäre es denn für dich auch einer? Nur weil du kein Problem damit hast, muss es ja für dich kein Dungeon Crawler sein. Ich muss dazu gestehen, ich bin kein großer Munchkin-Fan. Also von da aus gesehen, also es kommt bei mir kein Dungeon Crawler-Feeling auf. Aber ich verstehe es, wenn andere das empfinden. Formulieren wir es so. Mhm. Für mich würde es das nicht in der Form erfüllen. Aber da ist, wenn wir nachher dann ein bisschen so über die Meilensteine reden, es sind da auch so Sachen dabei, wo man sich fragen kann, ist das noch Dungeon Crawler? Weil da sind ein paar Sachen, die noch als Dungeon Crawler gelten, wo ich tatsächlich der Meinung bin, so eigentlich auch nicht mehr als Munchkin. Hm.
Gut. Ich hatte mal im Vorfeld noch ein bisschen nachgeguckt und dachte, oh, komm, gehst mal auf BGG und lässt dir mal hier einfach mal die Top 10 Dungeon Crawler anzeigen. Geh dann auf die Suchoption und dachte, es gibt keine Kategorie Dungeon Crawler bei BGG. Wobei das doch eigentlich ein sehr häufig benutzter Begriff ist und jeder hat zumindest eine Ahnung davon, was für ein Spiel das sein könnte. Man sieht irgendwas nach der Arc, das ist wahrscheinlich ein Dungeon Crawler. Aber bei BGG gibt es tatsächlich keine eigene Kategorie davon. Und da war ich doch etwas überrascht. Ich hätte gesagt, das gibt's auf jeden Fall. Was aber BGG an der Stelle auf jeden Fall hat, zumindest wenn man sich Dungeon Crawler oder Spiele, die mit Miniaturen und Verliesen und irgendwas zu tun haben, sehr oft antrifft, sind die Kategorien Adventure, Exploration, Fantasy, Fighting und Miniatures. Also diese Bestandteile sind fast bei allen, wo ich sagen würde, ist ein Dungeon Crawler mit vorhanden. Also vor allem dieses, man erlebt also ein Abenteuer. Man entdeckt Sachen, man bekämpft Sachen und gerade jetzt in der aktuellen Zeit oder auch schon vor ein paar Jahren, Miniaturen sind unglaublich stark vertreten in diesen Dungeon Crawlern. Es gibt, wie wir sie jetzt mit Munchkin gesehen haben, anscheinend auch Dungeon Crawler, die ohne Miniaturen auskommen. Wobei das für mich persönlich auch definitiv ein großer Bestandteil ist. Wobei es nicht zwingend Miniaturen sein müssen, also Plastik. Es können auch Pappaufsteller sein oder Pappstandys sein. Denn was auch noch mit dazugehört bei den Mechaniken, die BGG da immer auflistet, ist, dass es dann halt so ein Grid-Movement gibt. Also du bewegst dich auf einer Karte und hast meistens entweder Hexfelder oder ein quadratisches Raster, auf dem du dich bewegen kannst, um, ja, auch wahrscheinlich aus dem Rollenspiel kommt, halt diese taktische Komponente versuchst mit einzubringen. Dann, was noch immer aufgezählt wird, ist, es gibt modulare Felder, also du hast, das Dungeon ist meistens so, dass es modular zusammengebaut wird aus verschiedenen Teilen, was sehr wieder in diesen Entdeckerteil reingeht, nach dem Motto, ich decke hier das nächste Teil auf und ich weiß nicht, was dahinter ist. Auch wenn es wie bei Descent zum Beispiel so ist, dass der Dungeon da schon aufgebaut ist, aber da ist eine Tür und du siehst nicht, was dahinter ist. Da entdeckst du wieder irgendwas. Ja, die meisten sind, oder meisten Vertreter haben halt unglaublich viel mit Würfeln zu tun, also Würfeln ohne Ende, wie eben auch schon bei Shadows of Brimstone angesprochen, du würfelst dir irgendwann einen Ast. Modernere Vertreter gehen da jetzt mittlerweile auch viele andere Wege. Und was auch noch ganz stark ist, dass es halt diese charakterspezifischen Eigenschaften gibt, also dass es Leute gibt, die, oder Charaktere gibt, die sich unterscheiden. Der eine ist gut im Kämpfen, der andere ist gut in der Magie. Also man versucht unterschiedliche Charaktere. Wobei ich das immer sehr, sehr kurz finde zu sagen, ja, das ist halt ein Kämpfer und das ist ein Magier, weil das sagt ja nichts aus. Ein Magier tut ja auch nichts weiter als kämpfen, nur mit anderen Mitteln. Ich finde das immer sehr viel angenehmer zu sagen, wir haben den Nahkämpfer, wir haben den Fernkämpfer, was auch der Magier sein kann, und wir haben den, der Flächenschaden macht. Und dann haben wir noch den Heiler. Das sind so und die typischen Rollen. Und den Dieb, der die Fallen entschärfen kann. Und den Dieb, den Allrounder, den Jack of all Trades, den Kender halt. Dieb. Kender, ist Kender ein Begriff? Kenner? Kender. Nein. Nein. René, dir ist aber ein Begriff, oder? Ja. Ja. Okay, also für alle Hörer da draußen, ein Klassiker der Rollenspiel ist natürlich die Drachenlanze. Und das ist vor allem basierend auf einer wunderbaren Romanreihe, die empfehle ich auch zu lesen. Die ist tatsächlich auch schon für Jugendliche geeignet. Und da gibt es eine Charakterklasse, das ist der sogenannte Kender. Der zeichnet sich dadurch aus, dass merkwürdigerweise alle möglichen Sachen bei ihm in der Tasche landen. Sowas wie, ach, bevor es verloren geht, ach, ich dachte, du brauchst das nicht mehr. Oh, sorry, es ist da irgendwie reingefallen. Solche Sachen. Das ist ein Kender. Und alle mögen ihn eigentlich nicht, aber irgendwie haben sie ihn alle gern. Genau.
Nein. Aber wie gesagt, das sind so die unterschiedlichen Einflüsse und man merkt ganz stark, dass es alles aus diesem Rollenspielbereich kommt, der da seine Einflüsse haben. Und wie der Matthias eben schon sagte, Dungeons and Dragons bestand früher tatsächlich ja eigentlich im Großteil nur, es gibt einen Dungeon und wir müssen bis ans Ende kommen. Da ist ein Drache ist. Ja, oder auch der Beholder oder sonstiges. Und das Ganze haben ja auch dann später stark die Computerspiele aufgenommen. Ne, wer da zum Beispiel Eye of the Beholder noch von damals kennt, wo es am Endeffekt auch nichts anderes war, als du musst durch ein riesiges Dungeon durchlaufen, hier hinten auf Level 27 einen Schalter drücken, damit unten auf Level 31 eine Tür aufgeht, wo du einen weiteren Schalter drücken kannst, dass auf Level 28 die Schatzkammer aufgeht, wo du dann die goldene Rüstung plus 3 findest. Und zwischendurch musst du noch einen Haufen von Gegnern niedermetzeln. Und auch da war es ähnlich wie jetzt auch tatsächlich bei den Dungeon Crawlern fürs Brettspiel. Du hast eine Party dir zusammengestellt, du hast die unterschiedlichen Typen, wie Matthias eben meinte, Fernkämpfer nach hinten, die Nahkämpfer nach vorne, die also viel Schaden aushalten und bist dann da durch. Und da damals hat das aber, oder habe ich das zumindest nie als Dungeon Crawler bezeichnet, sondern für mich war damals Eye of the Beholder ein Rollenspiel, ein Computerrollenspiel. Weiß nicht, Matthias, war das für dich auch so? Nein. War das noch ein Rollenspiel für dich? Also für mich hatte es seine Rollenspielwurzeln und als Rollenspieler habe ich das natürlich auch gespielt, aber ich habe es nie als Rollenspiel wahrgenommen, weil du hast halt nicht wirklich frei machen können, was du wolltest, sondern du warst eingeschränkt auf die Standardbefehle. Ja gut, aber das hast du ja bei allen Computerspielen grundsätzlich. Ich war aber auch nie der große Computerspieler. Also auch, ich meine, für mich war Dungeon Master der bessere als Eye of the Beholder und selbst da hatte ich ja nun wenig, ja. Klar, es ist kein Rollenspielersatz, aber es hat halt dieses, ich gehe ins Dungeon und versuche alle Monster zu plätten, Extrakt quasi gemacht. Keine Frage, also wenn wir Rollenspiele als das betrachten, nämlich, dass wir nicht mehr einfach nur wie im Wargame-Bereich mit irgendwelchen großen Einheiten hantieren, sondern tatsächlich runtergebrochen auf die einzelnen Personen, dann hat es natürlich immer noch ganz, ganz viele Rollenspielansätze. Sowohl also damals das Eye of the Beholder oder Bard's Tale, als auch natürlich jetzt diese ganzen Spiele, über die wir jetzt hier reden, weil jeder spielt nicht irgendwie eine Gruppe, sondern spielt eine einzelne Person. Und dann ist halt tatsächlich das, was man halt so sich entwickelt und alles, ob man da jetzt Rollenspiel macht, als das, was heutzutage mit erzählerischem Rollenspiel gemeint ist oder tatsächlich das Ganze mechanischer ist, das ist dann wieder Kleinfitzelkram. Aber ja, ich kann mich darauf einlassen, ist ein Rollenspiel, ist okay. Mein Glück. Arne, Sonja, habt ihr Computerrollenspiele früher oder jetzt gespielt? Nein. Nein. Also, was meinst du denn mit früher? Als man noch die Zeit hatte, sich stundenlang vor den Rechner zu setzen oder vor die Playsee zu setzen, um irgendwas zu spielen. Also gestern, Arne. Budusch. Nein, also ich würde das jetzt mal in die 90er verfrachten. Da waren ja so Computerrollenspiele ja auch eher, ne, waren fast tot. Ne? Ich gab da so eine Zeit, wo im Computerspielbereich da wirklich nur noch so diese Hardcore-Sachen unterwegs waren. Was sich dann ja mit dem Baldur's Gate dann so ein bisschen wieder geändert hat. Aber sowas, da habe ich nie, also ich würde jetzt halt so diese, ne, Baldur's Gate ist ja auch diese D&D irgendwas. Genau. Da habe ich sogar auch gespielt. Ich weiß nicht, Teil 2, wo war das mit dem Hamster? Da gab es doch irgendwie so, der irgendwie. Das war Maniac Mansion. Nee, Mink. Mink und der irgendwie der sprechende Hamster. Was weiß ich. Das war noch im ersten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da habe ich versucht, da reinzukommen, nie einen Zugang gefunden. Jetzt ist ja in der Computerspielwelt Rollenspiel ja nochmal wieder was ganz anderes wie damals, würde ich sagen. Also so ein Dragon Age, das wird euch schon wahrscheinlich wieder nichts mehr sagen. Doch, doch. Das geht ja mittlerweile auch wieder eher mehr in diese Action-Richtung. Also gerade auf den Konsolen, auf dem PC ist es dann nochmal wieder was anderes. Aber Ja gut, aber wenn jetzt, wie gesagt, zurückgehen zur
es geht um persönliche Eigenentwicklung, dann ist auch ein World of Warcraft ein Rollenspiel. Das habe ich ein bisschen gespielt, ja. Gott. Hast du Diablo gespielt? Diablo heißt das, aber ja, habe ich gespielt, würde ich aber nicht. Diablo, da drehen sich bei mir die Fußnägel hoch. ja, habe ich gespielt, aber das sehe ich denn auch schon wieder nicht. Ja, dann wird, ja, da ist der Actionanteil für mich dann schon wieder eher da, so weißt du? Also ich finde halt Loot schon geil. Also, ja, halt, ne, ich spiele auch gerade am PC, auf der Playstation sowas ähnliches, nur mit Waffen. Aber also mich habt ihr gerade verloren mit diesen Begriffen. Loot, sagt ihr was? Beute. Ja. Ach, nee, Beute war ja nicht. Beute ist, Beute war ja nicht. Du redest gerade von einem Spiel, das so heißt. Ich kenne ein Spiel, das heißt Loom, aber das ist schon wieder was anderes. Das ist auch was anderes. Ja, also da in den 90ern war ich dann eher in den Strategiebereich unterwegs, sag ich mal. Also mir ist noch eingefallen, ich war nie der PC-Spieler. Ich habe früher auf PlayStation noch zu Schulzeiten, aber so in Richtung Final Fantasy und Kingdom Hearts. Das vielleicht auch so einen gewissen Rollenspielanteil hat. Aber ja, also tiefer bin Final ich Fantasy ist ja zumindest dieses JRPG, also dieses japanische Rollenspiel. Das ist ja dann auch schon wieder nochmal ein anderer Ansatz. Aber warum? Also du hast eine Party, die du musst aufleveln, du musst deine Charaktere, du hast je nach Version von Final Fantasy rundenbasierte Kämpfe. Ja, aber es gibt ja, du sagtest ja JRPGs, also die japanischen Rollenspiele und die westlichen, ich nenne sie einfach mal westlichen, oder ich glaube, sie werden mittlerweile als C, also Computer-RPGs bezeichnet, die sind doch nochmal ein bisschen, naja, lassen wir es. Lasst uns zurückkommen zu Brettspielen. Matthias ist gerade raus. Ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, das war jetzt also auch so ein bisschen so wo es ein bisschen herkommt, wo die Ideen, glaube ich, auch herkommen, gerade was den Brettspielbereich betrifft. Entschuldigung, ich muss gerade den Chat lesen. Ja. Und ja. Es gibt einige Aspekte neben den eben angesprochenen Kategorien und Mechaniken, die BGG aufwirft, wie man so mal so ein bisschen durchgehen können. Und zwar sehr oft ist es, oder bei den älteren Dungeon Crawlern war es so, sehr oft, dass es One versus Many war. Also es gab den oder gibt den Overlord oder den Spielleiter, wie man ihn nennen mag, im entsprechenden System. Der aller, oder wie es im Rollenspiel auch übrig ist, die Seite der Monster oder der Bösewichte übernommen hat. Und es gibt dann die Helden, die Spieler, der jeder einen eigenen Heldenkopf verkörpert und dann versucht, das Abenteuer zu bestehen, wobei dann der Spielleiter versucht, mit allen möglichen Mitteln zu verhindern, dass die Spielercharaktere das schaffen. Oder halt, also es gibt Leute, die spielen so, dass der Spielleiter gewinnen soll. Und es gibt Leute, die spielen so, dass der Spielleiter und die Spieler gemeinsam einen schönen Abend verbringen können. Sinnvoller. Viel sinnvoller. Und da erkennt man definitiv die Wurzeln oder die Herkunft aus dem Rollenspiel. Das ist halt diese klassische Aufteilung auch. Es gibt den Spielleiter, der alles weiß, der alles kontrolliert. Und die Spieler, die sich quasi darauf einlassen müssen, was als nächstes kommt, die überrascht werden vom Spielleiter. Das ist so die klassische Herkunft. Wobei dann neuere Spiele dann versucht haben, das zu ersetzen. Also man hat den Spielleiter versucht, durch eine Spielmechanik zu ersetzen. Und ich weiß gar nicht, welche die ersten waren, aber die mir jetzt so am präsentesten und finde ich auch am besten gemacht haben, waren tatsächlich die D&D-Brettspieler hier, Castle Ravenloft, Legend of Drizzt. Die sind tatsächlich noch nicht so alt, aber die haben das echt gut gemacht. Das würde ich sofort unterschreiben, ja. Ja, und die haben also zum ersten Mal, also für mich jetzt bewusst zum ersten Mal, eine KI, eine Karten-KI quasi entwickelt, wo die Monster sich selbstständig oder jedes Monster hat sich unterschiedlich verhalten und bewegt. Du musst es als Spieler darauf entsprechend reagieren und gucken, wie positionierst du dich am besten, dass du nicht überrannt wirst. Und dann hatten die Spezialfähigkeiten, die sie eingesetzt haben. Die einen waren Fernkämpfer, haben sie also nicht zu dir ranbewegt. Die anderen waren Nahkämpfer, sind sofort zu dir rangekommen. Also jeder Monstertyp hat sich da unterschiedlich bewegt.
Dadurch wurde quasi der Spielleiter ersetzt. Das Spannende finde ich ja daran, dass das Castle Ravenloft hat an der Stelle ja einen Meilenstein gesetzt, sage ich mal, durch diese KI, so wie es im Rollenspielbereich auch genau das Abenteuer Castle Ravenloft einen Meilenstein gesetzt hatte. Weil das war das erste Mal, dass ein Monster nicht einfach nur ein Monster war mit Hau drauf und fertig, sondern es war das erste Mal, dass ein Monster eine eigene Persönlichkeit bekommen hat, als wäre es ein Spieler und auch genauso mit Ideen, Handlungen und Strängen ausgesetzt wurde, wo der Spielleiter effektiv auch eine Figur gespielt hat und diese dann entsprechend handhaben musste wie ein Spieler. Und das war halt dann im Rollenspielbereich war das ein Meilenstein und das Brettspiel würde ich auch an der Stelle als so einen Meilenstein bezeichnen. Ja. Müsste man glatt in unsere Meilensteinliste hier auch noch einfügen, ja. Ja, dann tut das noch schnell. Ja. Das war so der Auftakt, wo jetzt das, die Dungeon Crawler so machen. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele kooperative Dungeon Crawler, also wo die Leute wirklich zusammenspielen gegen das Spiel. Wobei die Grundmechanik tatsächlich immer ähnlich geblieben ist. Also die Monster haben irgendeine Art von KI, die meistens durch eine Kartenmechanik dargestellt wird, wo versucht wird, dass die Monster sich sehr so realistisch wie möglich bewegen und handeln, so als würden sie tatsächlich von einem Spielleiter gelenkt werden. Und was tatsächlich immer besser funktioniert, je mehr Erfahrung die Leute damit sammeln. Das ist echt mittlerweile gut zu sehen. Dann gab es oder gibt es noch die Variante, dass jeder gegen jeden. Das gehört mit zu den ersten. Das war dieses Verlies, ne, oder einfach nur Dungeon. Nee, ja, das auch. Das ist richtig. Die waren auch. Und du hast hier noch aufgeschrieben Dungeon Quest. Das ist das, was vielleicht die meisten noch kennen, weil das vor ein paar Jahren von FFG neu aufgelegt wurde, wo es einen großen Dungeon gibt und jeder in einer anderen Ecke anfängt und versucht, sich halt in die Mitte des Dungeons vorzuarbeiten, dort einen Schatz einzusammeln und zu seiner Ecke wieder rauszukommen. Ja. Das ist jetzt für mich so die uninteressanteste Variante des Ganzen. Dieses kompetitive, ich glaube, da fehlt mir dieser Party-Gedanke. Von dem Rollenspiel, anstatt dass jeder auf eigene Faust losgeht, um das Ziel zu erreichen, da mag ich lieber dieses kooperative oder diesen semi-kooperativen Teil, wo es halt noch einen Spielleiter gibt. Geht mir absolut genauso. Und mir fällt auch kein einziges von dieses Jeder gegen jeden Dungeon-Spielen ein, das gut ist. Ich meine, es gibt sogar eins von Friedemann Friese und das fand ich auch nur okay. Und das ist jetzt nicht Finstere Flure, sondern der hat ja noch Fürchterliche Verliese oder wie das Ding heißt gemacht. Irgendwas mit Verließen. Fürchterliche Verliese? Moment. Nee, das hieß wahrscheinlich anders. Das funktioniert auch super mit den Fs. Aber du musst einfach ein F hin. Verlies kann man auch mit F schreiben. Sie verließ ihn. Ja, genau. Ich müsste schneller sein, ja. Ne? Und ja, das Letzte, was in der Kategorie, was aber quasi nur eine Spiegelung ist, ist dieses Many versus One, was jetzt das Spiel Alone zum ersten Mal gemacht hat. Also man dreht es quasi um. Das sind viele Spielleiter gegen einen Helden, in Anführungszeichen, wo man halt wirklich alleine ist und versucht, das Abenteuer zu bestehen. Habe ich selber noch gar nicht gespielt. Ist das nicht auch dieses Entschuldigung. Ja, mach weiter. Ist das nicht auch dieses Village Attacks? Ist das nicht auch irgendwie alle gegen irgendwie das Dorf? Oder? Nee, die Dorfbewohner kommen ja ins Dungeon und wollen dich platt machen. Ach so. Ich weiß nicht, wer da wen steuert. Das war ein unqualifizierter Beitrag von mir. Aber jetzt wurde Formidable Force was. Jetzt wurde anders sagt, zählt denn sowas wie Dungeon Lords dazu? Da, wo man den Dungeon baut? Ist ja eigentlich, ich meine, da gibt es auch eine Phase im Spiel, wo es Abenteurer kommen, die da reinkommen und die da versuchen. Na, für mich, ich drehe mal die Frage um: Ist Dungeon Keeper ein Rollenspiel? So,
Also wo wir beim Computerspiel bleiben. Ich habe doch das Computerspiel nie gespielt. Ach so, da baust du auch den Dungeon. Nein, das ist eine Wirtschaftssimulation im weitesten Sinne. Ich finde auch jetzt Dungeon Lords als Brettspiel ist kein Dungeon Crawler. Es spielt halt in diesem Setting, so wie Roleplayer kein Rollenspiel ist, sondern ein Würfelspiel ist Dungeon Lords halt auch kein Dungeon Crawler. Roleplayer, finde ich, ist auch hervorragend, in dem umzusetzen, was die Rollenspieler am liebsten machen, sich nämlich neuen Charakter auswürfeln. Weil das ist das einfach nur Charakter auswürfeln, das Spiel. Und damit ist es genau. Die Vorstufe, das Vorspiel zum Rollenspiel. Ja, das ist ja auch an sich ganz nett, aber ist halt auch kein Dungeon Crawler oder kein Rollenspiel. Von daher Dungeon Lords, was mir da halt definitiv fehlt, ist dass in Anführungszeichen taktische Movement, also du bewegst nichts auf einer Karte, es gibt keine variablen Spielpläne, die aufgebaut werden. Also du, bei Dungeon Lords hast du schon Bewegungen auf dem Spielplan, nämlich der Dungeon, den du baust, da kommen die ja und versuchen da reinzustürmen. Ja, aber ich glaube, wir sind eigentlich, das ist kein Dungeon Crawler. Nein, also für mich ist es keiner, aber sollte es der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Hat das nicht noch einen Auktionsmechanismus? Das haben sie auch alle. Ich wollte gerade fragen, welches Spiel hat denn keine Auktionsmechanismus? Ja, sogar Munchkin hat einen Auktionsmechanismus. Stimmt, Sonja? Was? Kennst du die Erweiterung nicht, oder was? Okay. Weiter geht's. So, dann haben wir noch einen Aspekt, der sehr oft halt bei den Dungeon Crawlern ist, Miniaturen. Und das erste, oder der erste Dungeon Crawler, den ich in Erinnerung habe, der mit Miniaturen beeindruckt hat, war tatsächlich das alte HeroQuest. Ja, das ist das auch wirklich der, auch wenn Dungeon jetzt, also dass das Spiel Verlies älter ist, ist HeroQuest eigentlich der Urvater von den ganzen Dungeon-Crawlern. Also genau, für, und ja. Und halt auch, sie kamen einfach mit einer Unmenge an Plastikminiaturen raus. Und aber auch ganz viele andere Sachen. Tische, Stühle, Schränke. Genau. Geile Einrichtungen. Waren die denn aus Pappe? Musste man die denn zusammenbauen? Ja. Waren die schon zusammengebaut? Nee, das war also so eine Kombination aus Pappe und Plastik. Du hast zum Beispiel einen Schrank gehabt, die Wände waren quasi aus Pappe, die hast du zusammengeknickt und hast so ein Plastikdach oben drauf gesetzt, was die Pappe zusammengehalten hat. Quasi wie bei IKEA heutzutage. Genau. War auch vorbereitet. Aber ja. Oh Gott. Nehmt es mir weg. Nehmt es mir weg. Ja. Es ist doch blöd, wenn man sich langweilt im Podcast. Ja, kann man sich in blöde Sprüche. Ich halte mich schon zurück, Leute. Och, finde ich völlig in Ordnung. Wir haben es abends. Wir machen ja keine Morgensaufnahme. Nein, also das war meine Frage, weil ich irgendwie auch gerade irgendwie gestern vor ein paar Tagen ein Spiel ausgepöppelt habe. Da. Das Getaway Driver? Da waren die Aufkleber wohl sehr mickrig. Nee, okay. Ja. Wie gesagt, du hast halt auf einmal diesen Wust an Miniaturen, die du aufs Spielfeld gebracht hast. Und du hast deine eigenen Miniaturen, mit denen du dich auf das Feld bewegt hast. Du hattest ja bei HeroQuest noch diesen klassischen Spielleiter, der auch so einen Sichtschirm hatte, wo er dann seine Pläne hatte, die Monster, die er benutzt und alles Mögliche. Und du bist halt tatsächlich auch über diesen Spielplan, der eigentlich ein festes Raummuster hatte, also die Räume waren einmal fix angelegt, aber du konntest aufgrund der Türen, wie du sie platzierst und gewisser Marker, die quasi die Gänge absperren, jedes Mal einen komplett neuen Dungeon erschaffen, wo die Leute durchlaufen mussten. Und später mit Erweiterung gab es noch so Overlays, dass du quasi, die du drauflegen konntest, da hat es auf einmal so einen Fallenraum gehabt oder einen Beschwörungsraum oder whatever. Und das war damals tatsächlich so das Nonplusultra, auch wenn die Regeln so simplifiziert waren, dass du hast mit Würfeln gewürfelt, wo ein Schwert und ein Schild drauf waren und du musst halt mehr Schwerter als Schilde würfeln, um den Gegner Schaden zuzufügen und so weiter. Aber das hat damals uns als Kindern total viel Spaß gemacht und war quasi dann auch mein Einstieg in diese Dungeon Crawler oder überhaupt ins Fantasy-Genre überhaupt. Deiner. Also das war definitiv auch wirklich ein Meilenstein. Also
jeder, der das damals angefasst hatte, ist, denke ich mal, wirklich hat sich in Dungeon Crawler verliebt und auch gerade in das ganze Genre und ist entweder weiter in Rollenspiele reingedriftet oder in verschiedene andere Crawler oder hat dann angefangen, Tolkien zu lesen und ähnliche Sachen. Meine Frage jetzt aber an die 2019er René und Matthias. Meint ihr, dieses Spiel funktioniert heute noch? Ja. Wahrscheinlich. Oder habt ihr dort einen verklärten Blick drauf jetzt? Also ich kann es nur sagen, die Frage ist mal, mit wem du spielst. Also ich meine, sagen wir mal so, wenn wir vier uns jetzt an den Tisch setzen würden und sagen, wir spielen eine Runde HeroQuest, würden wir sagen, boah, ja, oh, ist, ja. Wenn du musst das sehen, das ist so eine Art Einstiegsdroge für, sagen wir mal, Jugendliche, für die 12- bis 14-Jährigen. Und in dem Alter funktioniert das heute noch, bin ich mir hundertprozentig sicher. Oder gibt es da mittlerweile bessere Alternativen? Für das Alter? Mhm. Ich glaube nicht. Also dieses neue Talisman, ist das auch ein Dungeon Crawler? Ah, nee, das ist kein Dungeon Crawler. Nee, das ist eher ein Abenteuerspiel. Adventure Game. Ist das nicht das Gleiche? Schön, dass wir vorher darüber geredet haben, als was wir einen Dungeon Crawler betrachten, Arne, oder? Ja, aber ja, ich hatte ja nicht. Hat der René umsonst geredet? Ich hatte vorhin den Dungeon ja da rausgenommen. Nein, aber wie gesagt, ich versuche das mal irgendwie aus diesem verklärten Blick da mal so ein bisschen rauszuzerren. Ja, also der verklärte Blick ist bestimmt da, definitiv. Und ich glaube auch, würde ich das heute spielen, wäre ich wahrscheinlich so grundsätzlich ein bisschen geerdet, würde sagen, so, okay, ja, und man kann viele Sachen heute besser machen und alles. Aber so für seine damalige Zeit, glaube ich, war es halt einfach top. Ne? Es stimmt halt einfach alles. Du hattest einen super leichten Zugang. Die Regeln waren halt so simpel, dass jeder Jugendliche konnte es einem anderen Jugendlichen erklären und sofort loslegen. Wurde das dann auch richtig gespielt oder ist da der Monopoly-Effekt eingetreten? Das wurde richtig. Das haben wir gespielt bis zum Unfall. Nein, ich meine, nach den Regeln. Also. Ja. Du hast die Dinge, die Abenteuer da drin sind, durchgespielt gehabt an 2-3 Wochenenden. Dann hast du angefangen, die eigene Abenteuer zu holen. Dann hast du die Erweiterung geholt. Das war der Hammer. Es war halt eine eigene Welt, in die du eingestiegen bist. Und du hattest zum ersten Mal physisch was vor dir liegen, wo du hast gesagt, ich gehe jetzt in diesen Raum rein. Und dann war da eine Tür und du bist durch die Tür reingegangen. Und auf einmal standen da Monster vor dir oder war eine Schrankwand. Du musstest was suchen und hast dann Schätze gefunden. Das, für deine damalige Zeit war das schon was Besonderes und hat halt, glaube ich, auch jeden, der es gespielt hat, einfach eingefangen, also der sich dafür geöffnet hat, der bereit war, das zu machen, den hat es auch meistens eingefangen. Also ich würde wirklich sagen, dass es auch heute noch funktioniert mit Kindern und Jugendlichen in dem entsprechenden Alter, zwischen 10 und 14. Würde ich heute noch mir sicher sein. Einfach, weil es halt einfach gelernt ist, total spannend ist und einfach was anderes als dieser ganze Monopoly-Kram. Ja. Gut. Wir waren eigentlich bei den Miniaturen stehen geblieben. Und jetzt hat der Matthias dreisterweise eigentlich ein paar oder zwei Spiele reingeschrieben, wo er sagt, da braucht man keine Miniaturen für. Und zwar einmal Heroes of Terranoth, beziehungsweise das alte Warhammer Quest Card Game. Ich hab nachher noch ein paar mehr. Sowas wie Thunderstone. Ja, bin ich aber tatsächlich dabei zu sagen, fühlt sich für mich nicht an wie ein Dungeon Crawler. Erfüllt einige Aspekte, aber zum Beispiel gerade bei dem Heroes of Terranoth fehlt mir dieses modulare Kartenerweiter. Also ich laufe auf einer Karte, auf einer Map rum und öffne neue Türen und sowas. Dieses abstrakte Runterbrechen auf dieses Kartensystem nimmt für mich ein bisschen von diesem Dungeon Crawl Effekt weg. Okay, dann gehen wir rüber zu Thunderstone. Ist das für dich ein Dungeon Crawler? Du bist im Dorf und kaufst dir Waren ein oder heuerst dann Leute an oder bildest sie aus? Ich kenne ein Spiel. Oder du bist in Dungeon. Ich kenne ein Spiel. Okay, Arne, ist Thunderstone für dich ein Dungeon Crawler von dem, was wir erzählt haben? Nee, ist ja ein Deckbauspiel. Das ist ja eine Mechanik. Ja, fühlt sich jetzt nicht, also
eigentlich. Oh. Also ich kann verstehen, wenn du es nicht so siehst, das neuere Version, die Thunderstone Quest, finde ich, ist aber eindeutig. Also, weil du hast auch Gegenden, die du auslegst, und du bewegst dich mit deiner Figur über diese verschiedenen Platten, wo dann die Monster verschiedene zusätzliche Eigenschaften haben oder nicht, je nachdem, wie tief du in den Dungeon hineingehst. Also für mich ist das definitiv ein Dungeon Crawler, auf seine Weise. Also das Neue habe ich nicht gespielt, das Alte war für mich definitiv kein Dungeon Crawler. Und ich bin auch versucht zu sagen, dass das andere zu viel abstrahiert, um für mich ein Dungeon Crawler zu sein. Also auch wenn ich da verschiedene Räume habe, sind es hier doch nichts anderes als die eine Reihenfolge an Karten, die ich betreten kann. Aber ich habe nicht die Entscheidung, oh, ich öffne jetzt hier, ich habe eine Tür links, ich habe eine Tür rechts, welche Tür mache ich denn jetzt? Oh doch, 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 doch. Also bei Thunderstone Quest hast du tatsächlich die Wahl, möchte ich in den linken Raum gehen oder in den rechten Raum, und kann auch hin und her wechseln, oder gehe ich tiefer rein. Da gibt es tatsächlich, ist eine kleine Map, sind nur 7 Räume oder so, aber es gibt eine Map. Fühlt sich aber, also jetzt, wie gesagt, ohne das Gefühl zu haben, denke ich, fühlt sich das nicht so an. Es ist nicht jetzt kein Exploration-Part dabei, also du weißt, was da liegt und was da kommt, ist keine Frage. So, und einfach auch zum nächsten Punkt wieder zu gehen, was ja schon vom Namen Dungeon herkommt, dass viele der Dungeon-Crawler einfach zu Beginn einfach ein sehr starkes Fantasy-Setting aufgeklebt hatten. Also das ging immer aus der Rollenspielszene hervor, die ja auch sehr stark Fantasy belastet war. Und wir hatten HeroQuest, ganz stark Fantasy, Descent 1 und 2, Fantasy pur. Und auch die weiteren, die jetzt aktuell rausgekommen sind, seien es jetzt Sword and Sorcery oder Gloomhaven, alle mit dem sehr, sehr starken Fokus auf Fantasy. Und trotzdem habe ich welche raufgeschrieben, die kein Fantasy sind. Und da können wir jetzt wieder drüber streiten, ob das Dungeon Crawler sind. Ja, und wenn ich mir die Liste angucke, würde ich bei allen sagen, es sind definitiv Dungeon Crawler. Weil das erste auf der Liste ist einfach zum Beispiel Imperial Assault. Ja. Was ja nichts ist als Descent Second Edition mit dem Star Wars Thema drauf gebügelt. Und aber ansonsten ist es ja quasi wirklich das ein sehr, sehr ähnliches, fast identisches Spiel. Und du hast dieselben Mechaniken, die du auch, oder Elemente, die wir eben oben angesprochen hatten. Also bewegst dich auf einer Karte, du entdeckst was Neues und so weiter. Also das ist alles da und funktioniert auch hervorragend. Dann hast du, ja, das eben, oder vorhin schon vorgestellt, Shadows of Brimstone. Ganz klar, hat zwar ein anderes Setting, aber du gehst halt anstatt in einen Dungeon, gehst du in eine Mine rein, oder nachher ist es auch mal ein Dschungel oder sonstiges, aber du hast die Kartenteile, die du auslegst, auf denen dich du bewegst. Das ist ein Dungeon mit anderen Räumen, können. Keine Frage. Das genau. Das fände ich auch unbestreitbar. Ja. Dann haben wir Mansions of Madness, wobei ich da auch direkt Second Edition hinter sagen würde. Ja, gerne. Und das hat definitiv auch einen sehr, sehr starken Bezug zu Dungeon Crawlern. Es hat einige Sachen, die es weniger hat, zum Beispiel das Movement auf irgendwelchen Hexfeldern oder so Quadraten ist abstrahiert. Man bewegt sich nur noch auf Raumteilen quasi hin und her. So ein Raumteil hat manchmal ein oder zwei Felder, auf die man sich bewegen kann, aber so das eigentliche taktische Movement fällt da raus, aber ansonsten ist es schon, ich versuche Räume zu entdecken, ich muss Monster besiegen. Es hat sogar manchmal diese mehr Elemente von, ich gehe in diesen Raum, lege einen Schalter um und dadurch wird der andere Raum freigeschaltet. Elemente. Und wenn es jetzt ohne Horrorthema käme, dann würde man es auch fühlen. Was würde man fühlen? Ich meine, für mich ist Mansion of Madness definitiv ein Crawler von allem, was dran ist, bis auf das Thema. Und das, aber also ich fand das Spiel gut. Ich erinnere mich, das hatte ich ja mal gespielt, als ich bei dir war. Und ich hatte es auch mal hier zu Hause gespielt und ich fand das echt ein schönes Spiel. Aber es hat mich in gewissen Weisen frustriert, weil ich dieses Xulu einfach nicht mehr sehen kann. Und ich meine, das gibt es natürlich auch, also beim Descent gibt es ja auch so eine Koop-App und die funktioniert vergleichsweise ähnlich. Und da dachte ich mir so, eigentlich ist das Mansion Madness einfach dann in Fantasy rumgesetzt. Ja. Ja, dann haben wir
noch als einen Vertreter, den ich schon sehr stark zu Fantasy zählen würde, und zwar Mice and Mystics oder Maus und Mystik auf Deutsch, was jetzt quasi das Fantasy-Thema auf eine Kinderschiene runterbricht. Und zwar, wo man sagt, okay, die Helden werden jetzt zu Mäusen, Mäuse sind niedlich, die bösen Gegner werden zu Ratten, Ratten sind fies. Und dann gibt es halt noch der Tausendfüßler oder eine Spinne und als Oberbösewicht eine Katze. Da ja, kann jedes Katzen Kind sind böse. Da kann jedes Kind was mit anfangen, da kann er sich was drunter vorstellen. Und das sind halt nicht die Drachen oder Orks, die da rumlaufen. Aber das ist definitiv in meinen Augen ein Fantasy-Thema. Ja. Vor allem da die Story, die da drum gestrickt wird, ja auch darum geht, dass halt die böse Königin den König bezirzt und der Sohn des Königs oder der Thronfolger dann, um zu fliehen, sich in eine Maus verwandeln lässt und so weiter. Da sind wir ja schon mal in der Fantasy-Welt drin und das wird dann einfach nur kindergerecht dargestellt. Ist Zombicide für dich ein Crawler? Da tue ich mich echt schwer mit. Ich habe aber keine Ahnung, warum ich mich so schwer damit tue, das tatsächlich als Dungeon Crawler einzuordnen. Ich tue mir damit auch schwer. Dann kommen wir direkt mal einen Punkt weiter. Massive Darkness haben wir jetzt auch nachher noch auf der Liste stehen. Ist für mich aus welchen Gründen auch immer eher ein Dungeon Crawler als Zombicide. Echt? Wobei sie eigentlich ja dasselbe Spiel sind. Nein. Ein bisschen. Also ja, boah, aber nein. Also ich weiß, was du meinst. Für mich, also Zombicide wäre, finde ich ja grandios, ist für mich wahrscheinlich kein Crawler, aber deutlich mehr Crawler als Massive Darkness. Okay. Ich kann es ja aber ich nicht weiß nicht, warum. Ja, also das sind so zwei Spiele, die für mich in so einer argen Grauzone irgendwie liegen. Wo ich mich selber aber tatsächlich nicht entscheiden kann. Sind es Dungeon Crawler oder sind es keine Dungeon Crawler? Ist das was Positives? Also ich meine, ich finde das ja immer spannend, wenn jemand nicht sagt, ich presse mich in die Schablone, sondern ich versuche aus der Box rauszugehen und versuche in was Neues reinzugehen. Ich habe das Gefühl, genau das tun diese Titel nämlich. Unabhängig davon, ob man die gut oder schlecht findet, ob man sie mag oder nicht. Sie tun tatsächlich das, sie sagen, wir sind ein Dungeon Crawler, ohne ein Dungeon Crawler zu sein, indem wir tatsächlich so anders sind, dass man überlegen muss, ist das ein Dungeon Crawler? Und unabhängig davon dann immer noch überlegen kann, mag ich das? Ja. Ich weiß, ich kann nicht greifbar machen, warum sich das Gefühl eines Dungeon Crawlers nicht einstellt dabei. Es ist, es mag vielleicht an der Dynamik liegen, die dabei ist und an dieser Monstermasse, die quasi auf einem zukommt, aber ich, wie gesagt, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, ja, es ist einer, aber irgendwas fühlt sich noch anders an dabei. So, und jetzt kommt hier im Chat natürlich gleich die Frage, warum ist Zombicide kein Crawler? Und da kommt natürlich dazu, dass wir hier eine Überschrift haben, die du jetzt nicht mit vorgelesen hast. Also, ja, was weiterer Aspekt bei vielen Dungeon Crawlern oder vor allem jetzt mittlerweile auch sehr stark ist, das sind meistens kampagnenbasierte Sachen. Damals HeroQuest war ja tatsächlich auch eine Kampagne, die man gespielt hat. Du hast alle Szenarien oder alle Szenarien, die man hatte, es waren glaube ich 10 Stück, waren mit einer gemeinsamen Geschichte zusammen verbunden. Du startest in das erste Dungeon, was popelig war, wo du 3-4 Räume hattest, wo nicht viel passiert ist und es wurde immer mehr, es wurde immer stärkere Gegner. Ja, du hast bis zwar jedes Mal bei Null gestartet, also konntest alle Szenarien so einzeln so spielen, aber trotzdem gab es eine zusammenhängende Geschichte. Die Erweiterungen haben dann auch jeweils nochmal eine eigene Geschichte mit eigenen Abenteuern dazu gebracht. Es war also eine Geschichte, die erzählt wurde. Maus und Mystik macht das. Imperial Assault, Descent macht das. Die versuchen, eine Geschichte dabei drumherum zu erzählen. Und hinzu kommt noch, was die viele modernere Sachen auch noch machen, ist, sie betten das Ganze in eine, wie gesagt, Kampagne ein, wo du dich weiterentwickelst. Also du machst nicht nur dieses eine Abenteuer und startest wieder beim nächsten von null,
sondern du nimmst was aus den ersten Erfahrungen mit, aus den ersten Abenteuern. Sprich, du nimmst Erfahrungspunkte, du nimmst Gegenstände, Waffen mit, sodass das nächste Abenteuer du stärker einsteigen kannst. Also du hast wieder diesen Rollenspielaspekt, du levelst dich langsam auf, du gewinnst an Fähigkeiten dazu, an Stärke dazu. Du kannst dadurch stärkere Gegner besiegen, die fieser sein können, die mehr Möglichkeiten haben. Also du tastest dich da langsam an die höheren Ebenen dran. Und Zombies halt hat das nicht. Genau. Da hast du dein Aufleveln quasi im laufenden Spiel. Und wobei ja jetzt gerade so die Black Plague und Green Horde Sachen ja schon so versuchen, eine Geschichte drumherum noch zu stricken. Ja. Aber die vollkommen Wumpe ist eigentlich. Also bei Massive Darkness gibt es auch ein Kapitel zum Thema Kampagne. Aber man merkt, das war ein Stretch Goal in der Kampagne. Das war nicht so geplant. Und ich finde, die ist auch nicht so. Als One-Shot geht das, aber ansonsten. Ja. So. Ja. Ja, das waren jetzt so die vier Aspekte. Also das war einmal dieses, wie spielt man, also One versus Many oder kooperativ, Miniaturen, Fantasy-Thema und die Kampagnen. Das waren jetzt aus meiner Sicht zumindest sehr wichtige Aspekte, die einen Dungeon Crawler ausmachen können. Wollen wir kurz auf die Meilensteine eingehen und gucken, welche davon überhaupt das alles erfüllen? Mhm. Ja. Also ich meine, wir haben hier halt als erstes einen Meilenstein. Also an der Stelle muss man sagen, der liebe Per Silvester hat auf Spielbar einen Artikel geschrieben das war sogar dieses Jahr, gerade mal vor 3 Monaten, wo er so versucht hat, auf die Meilensteine einzugehen. Wie ich finde, fehlen da einige. Schönerweise also haben wir dann schon mal eine Liste, an der wir uns jetzt langhangeln. Wir haben 7 Spiele auf dieser Liste. Fangen wir an bei Dungeon. Dungeon ist an der Stelle schon mal ein, finde ich, erfüllt genau einen Aspekt nicht, nämlich es hat dieses Jeder gegen jeden. Genau. Was finde ich ganz, ganz schlimm ist. Ja, gut, Miniaturen, das waren jetzt Pappaufsteller. Das gilt schon. Fantasy hatte es, Kampagne hatte es nicht. Und ich habe es jetzt selber nie gespielt, aber alleine dieses Jeder gegen jeden und ich versuche als Erster mein Ziel zu erreichen. Nee, das alleine reicht schon als K.O.-Kriterium vollkommen aus für mich. Ja. HeroQuest hatten wir jetzt erwähnt, das ist für uns der Inbegriff. Es hat eine Kampagne, es hat Fantasy, es hat Miniaturen. Es ist One versus Many, perfekt. Genau. Aber du hattest vorhin noch einen Aspekt, nämlich modulares Board. Es ist ja nur eingeschränkt ein modulares Board. Ja, aber ich glaube, für damalige Verhältnisse so finde ich schon sehr, sehr modular. Wie gesagt, du hattest zwar einen festen Spielplan, aber aufgrund der Sachen, wie du bestimmte Sachen legen konntest, Gänge blockieren konntest, Türen setzen konntest, weil du warst ja frei, wie du die Türen platzierst, war es schon ein modulares Spielfeld. Das würde ich definitiv dazu schon zählen. Den nächsten, den wir haben, ist Warhammer Quest. Warhammer Quest hatte tatsächlich dann modulare Boards und es hatte auch Miniaturen ohne Ende, weil es halt Games Workshop war. One versus Many konnte man aber auch Koop spielen, war Fantasy ohne Ende. Nur der Kampagnenmodus, der war etwas dünn, sage ich jetzt mal. Deswegen ist vielleicht auch nicht so lange da was von hängen geblieben. Aber ja, wobei der Kampagnenmodus jetzt bei HeroQuest auch ja eher dünn war, ne? Du hast die im Vergleich Story zu Warhammer Quest, also Warhammer Quest war noch dünner. Habe ich nie gespielt, das so schlimm? Ich habe es geliebt, ich habe es sehr, sehr gerne gespielt. Für mich war es irgendwann einfach das bessere Hero Quest. Ich war auch schon ein paar Jährchen älter. Aber es war tatsächlich, finde ich, super dünn. Aber man merkte halt irgendwann auch, ja, es ist halt Games Workshop, sie wollen mir noch ein paar Miniaturen verkaufen. Gut, und aber war nicht, ja? Nur mal ganz kurz, war nicht HeroQuest auch aus derselben Schmiede? Also HeroQuest gab es ja dann irgendwann mal das Advanced HeroQuest. Ja. Und aus dem Advanced HeroQuest ist das Warhammer Quest dann entstanden. Okay, aber zumindest von den Kreaturen und Modellen sah das schon alles sehr Games Workshop-ig aus. Das war alles Games Workshop. Also auch HeroQuest war damals Games Workshop, ja. Keine Frage. Genau.
Also bei Warhammer Quest, was halt das Spannende war, du hattest halt wirklich auch keinen festen Dungeon, sondern du hattest ganz viele von diesen Raum- und Gangplänen und du hattest einen Kartenstapel. Und dann hast du einfach die oberste, den hast du gemischt und hast aufgedeckt und das war der nächste Raum, den du angelegt hast. Und je nachdem, was das für ein Raum war oder ähnliche Sachen, kamen dann verschiedene Sachen rein. Und das war schon so dieses Explorative, was du da hattest. So, oh, was kommt denn da? Wann kann ich denn was erwarten? Das war schon spannend. Ja. Gut, dann passierte viel lang ja gar nichts. Ja, da war das Genre irgendwie tot, oder? Gefühlt ja. Aber dann kam ja Fantasy Flight Games um die Ecke und hat uns gerettet und hat. Würde sich aber halt auch mit meinem, ne, was ich vorhin gesagt habe, Entschuldigung, dass ich da nochmal reinspringe. Ja, bitte. Dass da in den 90ern das tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen, ja, im Computerspielbereich auch irgendwie die Ideen wahrscheinlich gefehlt haben. Also da befruchteten vielleicht sich den auch so ein bisschen die Bereiche. Oder halt zogen sich so runter. Weiß ich nicht, ob es halt so eine Krise gab in dieser Szene generell in der Zeit. Ja, wobei ich das jetzt gar nicht, gerade bei den Computerspielen kann ich das gar nicht so belegen, ob das so. Ja, aber es hieß stellen. Oder ob die Leute einfach gerade, oder zumindest ich gerade in der Zeit auch dann, was Schule und Ausbildung betrifft, einfach gar nicht mehr die Zeit hatten, plötzlich. Nee, das war dann aber auch wirklich, also es gab da wirklich so ein, genauso wie es halt die Adventures mal getroffen hatten, eine Zeit lang. Das stimmt, ja. Die gab es auch mal, ja. Ja, aber Descent war ja schon tatsächlich die, in Anführungszeichen, nächste große Offenbarung, indem man sich einen Kindersarg gekauft hat, der voll war mit Plastik. Und einer Spieldauer von 4, 6, 8 Stunden. Also Abendfüllen trifft es noch nicht. Ja. Und auch ohne Ende Erweiterungen, mehr Monster, mehr Miniaturen, das klassische Fantasy Flight Prozedere. Und wo es für mich damals noch dann nochmal gewonnen hatte, war einfach, als sie dann dieses Road to Legend rausgebracht haben, was leider schon relativ am Ende des Lebenszykluses war, wo du dann tatsächlich eine durchgängige Kampagne bauen konntest. Das sprich, du Buch, konntest das mit. Hm? Das war das Buch. Nee, das war eine komplette Box. Das war eine Box, okay. Das Buch waren, glaube ich, einfach nur Szenarien, die du machen konntest. Wo du auch sagen konntest, Szenario 1, dann gehst du nach 3 oder 4, so, wo du so Abzweigungen hast. Aber das Road to Adventure war, du konntest deine Charaktere quasi von Abenteuer zu Abenteuer mitnehmen. Du bist aufgelevelt worden auf deinem Weg zur Legende quasi. Das war halt nochmal so mit dazu. Aber als damals rauskommt und wie auch diese riesige Schachtel, die steht ja auch noch oben auf dem Regal. War schon damals sehr beeindruckend. Oh ja. Das war es, das stimmt. Es hat, finde ich, auch durch diese beeindruckende Art und Weise und dieser Präsenz, ich meine, die Heidelberger haben das damals auch ordentlich immer in Essen gepusht. Man hatte das Gefühl, das hat tatsächlich noch mal so einen Surge gegeben. Auf einmal hatten die Leute wieder Lust, einen Crawler zu spielen, sich damit zu beschäftigen, sich sowas auszudenken. Und deswegen kamen, glaube ich, in den darauffolgenden Jahren dann wieder einige Crawler auch irgendwie in die Verlagsprogramme. Ja, na, auf jeden Fall haben sie da damals einiges richtig gemacht und leider auch einiges falsch. Was sie dann aber dann 7 Jahre später mit der zweiten Auflage korrigieren konnten. Ja. Aber dazwischen hat sie ja noch aufgeschrieben, kam diese Castle Ravenloft, also die ganze D&D-Serie, die ja immer noch aktiv ist, die ja immer noch zumindest vor 2 Jahren noch ein neues Spiel bekommen hat, die ja auch dieselben Grundmechaniken alle verwenden, mit diesen dieser Karten-AI, die die Monster steuert. Aber ansonsten halt immer in unterschiedlichen Settings und unterschiedlichen Heldenvarianten quasi spielt, andere Monster. Aber grundsätzlich immer dasselbe Spiel ist. Die lebt ja immer noch, die war halt dann 2010. 2010 auf dem Radar. Genau. Und das Spannende ist, also ich meine Frau hat tatsächlich das Castle Ravenloft dann hier durchgespielt und hat dann auch die zweite Box durchgespielt. Das ist ja tatsächlich so eine gewisse Kampagne, auch wenn man die einfach so alleine spielen kann. Aber man merkt so, mit wie wenig Material auch verschiedene Strategien und Ideen möglich sind. So mit
diesmal bauen wir mal auf oder hier musst du rein oder hier musst du raus, hier musst du das einsammeln, das ist der Feste, du hast einen zufälligen Boss, was auch immer. Das ist tatsächlich spannend gewesen, wie man das alles machen konnte. Und das auch mit verhältnismäßig wenig Würfeln, sage ich jetzt mal. Ja, der Würfelaufwand ist sehr überschaubar. Du hast tatsächlich nur einen W20, mit dem du alles erwürfelst. Aber sie haben halt auch viele Elemente bei. Es gibt Fallen, es gibt Ereignisse, die passieren können. Und alles passt irgendwie gut rund zusammen. Macht das Ganze einer runden Sache. Und ich weiß nur, dass wir das einmal, da war ich noch in Köln, in einem Spieleladen, hatte ich das einmal mitgebracht, haben was da gespielt. Und wir hatten zusammen so viel Spaß, wir haben das so abgefeiert dann, wenn wir ein Monster besiegt haben, weil es halt auch so leicht zugänglich ist. Es hat keine komplexen Regeln. Du hast deinen Charakter, der hat eine Handvoll Werte. Deine Fähigkeiten sind alle auf Karten abgedruckt, wo drauf steht, du kriegst +6 auf deinen Wurf und machst 2 Schaden anstatt 1 Schaden. Und dann hast du gewürfelt. Das ging super schnell, du konntest es jedem schnell erklären. Da hatte Descent eine deutlich höhere Einstiegshürde zu überwinden, um überhaupt starten zu können, bis du den Leuten alle erklärt hast. Dann gibt es dies hier, da musst du würfeln und dann gibt es die Symbole auf den Würfeln und dann darf der Overlord kann dann dagegen würfeln und da hast du einen Wert, den du erwürfeln musst und hast du ihn geschafft. War meistens das Monster tot, weil die nicht so viele Lebenspunkte hatten und gut ist. In Anführungszeichen dasselbe, was auch, glaube ich, der Erfolg von Zombicide ist. Es ist einfach schnell erklärt und selbst die Würfelarien sind relativ überschaubar. Ja. Weil du musst einen Wert treffen und dann fliegen so und so viele Gegner vom Feld. Punkt. Genau. Es gibt nicht Attacke, Parade, oh, hier noch ein Bonus, da eine Verteidigung und hier und der steht oben und der steht unten, der links, der rechts ist umzingelt, was weiß ich. Würfeln, fertig, gut. Und das Einzige, was du entscheiden musst, ist, greife ich jetzt den an oder den an? Und selbst bei Zombicide ist das nur, ich greife das Feld an und das Spiel sagt, in welcher Reihenfolge die ihren Schaden kriegen. Genau. Gut, ja, in der Zwischenzeit also nach Descent kamen dann so einige Dungeon Crawler noch auf den Markt. Aber den nächsten großen Impact war dann 2017. Da hat man sich gedacht, okay, wir müssen eine noch größere Schachtel, eine noch schwerere Schachtel bauen. Das hat wahrscheinlich wirklich nur eine Person und sonst niemand. Und jetzt haben wir Gloomhaven. Was ja auch gerade bei den Dungeon Crawlern jetzt mittlerweile am meisten gehypt war. Immer noch ist. Und ja, und noch ist. Und einfach ein riesen Siegeszug eigentlich, gerade in dem Bereich, Durchmarsch gemacht hat. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es ja sogar so erfolgreich war, dass man gesagt hat, okay, der Feuerland Verlag, wir machen eine deutsche Version davon. Und davon haben sie auch schon, davon haben sie jetzt auch bald die zweite Auflage dann im Start. Ja. Also, was man nicht für möglich gehalten hat. Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass so viele Leute nochmal auf den Zug aufspringen, nachdem er im Englischen schon durch war zum zweiten Mal. Aber anscheinend gab es noch genügend Leute, die drauf gewartet haben. Ja. Das zeigt zumindest, dass das ganze Genre zumindest noch genügend begeisterte Fans hat, die das auch noch spielen wollen und machen wollen. Aber Gloomhaven hat keine Würfel. Ja, genau. Arne, aber du wolltest was sagen. Ja, hast du die deutsche Version oder bist du bei der englischen geblieben? Ich bin damals bei der englischen Version eingestiegen und es machte für mich jetzt auch keinen Sinn, jetzt nochmal auf die deutsche Version umzugehen. Nee, kann man ja auch nicht verkaufen, ist ja viel zu teuer, der Versand dann, ne? Die 10-Kilo-Kiste plus Versand. Zum einen, wir hatten ja schon angefangen und ein Aspekt, der Gloomhaven ja ein bisschen hervorhebt von anderen, ist ja tatsächlich dieser leichte Legacy-Element, ne? Mhm. Wo du halt die Karte beklebst und Sticker irgendwo hinmachst. Und dann macht das Verkaufen ja schon schwierig. Es gibt mittlerweile ja da auch schon wieder Lösungen. Es gibt so Removable-Stickers, die du dann auch wieder gut abknibbeln kannst.
Aber das hatte ich halt damals gar nicht. Und da war noch gar nicht abzusehen, das kommt noch mal auf Deutsch raus. Das war ja eher utopisch. Ich hatte gedacht, na, da traut sich halt eh jetzt kein deutscher Verlag mehr dran. Der Zug ist abgefahren, aber anscheinend lag ich da falsch. Ich glaube, wer Gloomhaven tatsächlich durchspielt, weiß ich nicht, wie viele sind da drin, irgendwie über 90 Szenarien, und sagt, okay, das hat so viel Bock gemacht, ich will das nochmal spielen. Ich glaube, der fühlt sich aber auch frisch genug, dass er sagt, die Karten sind alle abgegrabbelt, ich kaufe mir ein neues. Ja, das mag sein, aber ich glaube, die Anzahl der Spiele wird sehr, sehr, sehr überschaubar sein, die das machen. Also ich kann dir sagen, der liebe Frank Hieren vom Feuerland, der hatte damals, als er noch unsicher war, bevor er diese Umfrage gestartet hatte, hatte der seinen Gloomhaven mit nach Malle gebracht und hat dort 2 Wochen lang mit seinem Sohn das Ding komplett durchgespielt. Und das hat er nicht wieder ins Flugzeug mitgenommen, sondern das hat er in Malle gelassen. Da liegt irgendwo ein gespieltes Gloomhaven rum? Wahrscheinlich schon in der Tonne, aber ja. Oh. Und wieder drehen sich die Fußnägel hoch bei einigen unserer Hörer. Tja. Aber Gloomhaven hat halt einiges auch anders gemacht. Und eines dieser Andersmachen war halt tatsächlich das komplette Weglassen von Würfeln. Was ja bei den meisten anderen vorher genannten Dungeon Crawlern zumindest einen großen Aspekt ausgemacht hat. Wenn nicht sogar viele Leute davon abgeschreckt hat, dieses Spiel überhaupt zu spielen. Und Gloomhaven hat es halt tatsächlich auf einen sehr, sehr schönen Kartenmechanismus runtergebrochen, der das Ganze sehr kontrollierbar macht. Und zugleich noch sehr viel Spaß macht. Sonja, hast du Gloomhaven schon mal gespielt? Nein, habe ich nicht. Willst du es mal spielen? Weiß ich nicht. Du darfst auch Nein sagen. Ist okay. Nein, es ist tatsächlich eine Sache, wo man überlegt, okay, es finden ja so viele, sind so begeistert davon, vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Ja, aber da gibt es einen ganzen großen Haufen Spiele, der mich da doch mehr reizt, in nächster Zeit gespielt zu werden. Oder hast du Angst, dass wenn du es dir gefällt, dass du dran hängen bleibst? Das ist auch ein Bedenken, was ich habe, ja. Hat der Munchkin jetzt in dieser Aufzählung von Meilensteinen gefehlt? Nein, also wie gesagt, für mich, ich sehe mich ja nicht als Dungeon Crawler Spieler und für mich reicht Munchkin halt als Dungeon. Wobei ich ja sogar Munchkin Dungeon oder Munchkin Quest heißt es ja, wo man ja wirklich dann auch noch Räume aufdeckt, das reicht für mich. Ja gut, das ist für mich kein Dungeon Crawler. René, ist Dungeon Crawler von sich heraus Ameritrash? Ja. Würde ich schon sagen, dass gerade so die ursprünglichen Varianten, gerade so Hero Quest und oder noch weiter, noch mehr gesehen, Descent, was gerade mit diesen ganzen vielen kleinteiligen Regeln auch daherkommt, ne? Schiebt es auch schon stark in die Ecke Ameritrash. Wobei halt Gloomhaven zeigt, dass man da sich auch definitiv rausbewegen kann, indem man halt diese Euro-Mechanismen versucht halt intelligent in das System mit einzubauen. Und das ist ja dieser Kartenmechanismus, ne? Dieses, ich muss mit meinen Handkarten haushalten, die einerseits quasi meine Lebensenergie darstellen, aber gleichzeitig auch die Aktionsmöglichkeiten, die ich habe. Und das macht ja für mich einen großen Reiz des Gloomhavens aus, dass du entscheiden musst, welche Karte lege ich jetzt ab und habe sie für den Rest des Spiels nicht mehr zur Verfügung. Sprich, meine Möglichkeiten werden immer eingegrenzter, aber ich weiß noch, es kommt vielleicht noch der große Oberbösewicht, den ich immer noch besiegen muss. Also, welche von den mir zur Verfügung stehenden Karten lege ich tatsächlich ab? Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, weil für mich ist Gloomhaven mehr Ameritrash als Descent. Weil? Weil du bei Gloomhaven so einen Überwust auch an Regeln hast und dieses und jenes, während Descent tatsächlich finde ich so mit diesen Euro-Mechanismen, so mit konkreten Zielen, so mit, ich kann das versuchen zu optimieren und so kommt. Aber gerade dieser Aspekt, dass es planbarer ist, dass du nur diesen Kartenmechanismus hast, nicht, dass du wie bei Descent
mit 5 Würfeln würfelst, alle haben unterschiedliche Symbole drauf, der eine gibt Reichweite dazu, du weißt beim Fernkampf noch nicht mal, ob du triffst. Ja, ja, keine Frage. Ich würde auch nicht sagen, dass Descent Euro ist. Descent ist definitiv nach dem, was wir als Danke nochmal an den Hörer, der für diesen schönen Kommentar an diese Folge, Arne kann ja schon mal so den Verweis auf die entsprechende Folge reinpacken bei uns in die Shownotes. Keine Frage, Descent ist ein Ameritrash, aber für mich ist Gloomhaven viel mehr Ameritrash, als es Descent ist. Auch wenn da keine Würfel drin sind. Hm. Weil es mich immer total frustet, so die neue Runde fängt an, oh, diese Monster haben jetzt diese Initiative, das ist total dämlich und jetzt greifen sie diese Runde auch mal an oder nicht. Das ersetzt den Würfel für mich auf eine Form, dass es trotzdem irgendwie das zu sehr würfelig wirkt. Okay. Nee, das habe ich gar nicht dabei. Ich finde halt dieses, du deckst halt alles auf, es sind alle Informationen sind vorhanden, du weißt, wann wer dran ist, du kennst die Schadensmodifikatoren oder die Angriffsmodifikatoren halt genau, du weißt, okay, in deinem Kartenstapel sind jetzt die großen Klopper schon draußen, jetzt kommen viele negative Zahlen, du kannst also darauf konzentrieren, wie machst du das jetzt, also das die Planbarkeit, finde ich, ist für mich das, was es eher Richtung Euro schiebt, als Richtung Ameritrash, wo ich halt würfeln und getroffen oder nicht getroffen, das chaotische Element ist halt dabei. Okay, wie wichtig ist dir das Thema? Ich meine, wir hatten jetzt ja vorhin schon gesagt, also zum größten Teil Fantasy, aber es gibt natürlich andere Settings. Wenn jetzt ein Dungeon Crawler daherkäme, der, sagen wir jetzt mal, wirklich themenfrei wäre, würdest du das merken? Würde es dir wichtig sein? Wie wichtig wäre dir dabei Descent, dass es überhaupt dieses Thema hat? Ich meine, ich hatte ja schon vorhin so, ich finde ja, Mansion of Madness ist ja auch nichts weiter als ein gefühlt ein anderes Descent mit ein paar kleinen Regeländerungen. Das ist ja so austauschbar, dass das Thema ja eigentlich nicht wichtig ist, oder? Du siehst, ich bin ein bisschen provokativ. Ja, und für mich ist es definitiv wichtig, weil gerade das dafür zu führen soll, mich in die richtige Stimmung reinzubringen. Da ist also, grundsätzlich ist das Thema vielleicht austauschbar, aber ich finde, ein Thema ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und natürlich kann ich jetzt ein Descent austauschen mit einem Imperial Assault und habe tatsächlich dasselbe Spiel einmal im Fantasy und einmal im Science-Fiction-Universum. Aber gerade, dass ich mich da Star Wars ist auch nur Fantasy. Ja, das ist kein Science-Fiction. In einer langen Zeit. Ist ein Märchen. Ist ein Märchen, genau. Nee, ist ein Western. Firefly, da könnte es doch wirklich. Ich meine, es gibt zwar ein Firefly-Spiel, aber ein Firefly-Dungeon-Crawler ist okay. Aber Star Wars ist ein Western, aber ist egal. Ich finde das Thema halt grundsätzlich sehr, sehr wichtig dabei, um in die entsprechende Atmosphäre einzutauchen, um sich gerade mit den Charakteren, die du spielen sollst, zu verkörpern. Und deshalb kannst du dir natürlich auch aussuchen, das Fantasy-Thema hängt mir langsam zum Halse raus, ich habe genug Herr der Ringe gelesen, ich möchte jetzt eher Mansions of Madness spielen, weil mir Cthulhu überhaupt nicht über ist und ich möchte mehr große Alte besiegen, oder ich steige bei Shadow of Brimstone ein, weil ich es total geil finde, als Marshall hier mit meiner Schrotflinte rumzurennen und irgendwelchen Zombies das Hirn wegzublasen. Von daher, für mich definitiv ist das Thema ein ganz, ganz wichtig und ein ganz, ganz großer Treiber von dem Ganzen. Weil ansonsten hast du irgendwas Abstraktes, was dann auch mir zumindest keinen Spaß mehr macht. Also es darf austauschbar sein, das Thema, Hauptsache es hat Thema. Ja, es muss halt ein stimmiges Thema sein. Ne? Stimmig, so wie Brimstone. Okay. Genau. So, müssen Dungeon Crawler für dich episch sein? Ich meine, wir hatten jetzt vorhin schon gesagt, okay, Munchkin auf seine Art und Weise. Für dich war das Heroes of Terranos, weil es ein Kartenspiel ist, oder das Thunderstone Quest nicht so wirklich episch. Ich habe im Netz Beispiel gefunden, dass Klonk ist ja auch ein Dungeon Crawler. Wir gehen alle rein, wir versuchen die Schätze zu sammeln und wer als erstes wieder rausgeht, setzt noch eine Glocke auf die anderen. Wondek Dungeon ist jetzt auch so wirklich ein Dungeon Crawler mit so ein paar Karten und Würfeln.
Das ist jetzt aber nicht wirklich episch. Ist das für dich auch noch Dungeon Crawler? Oder was genau meinst du mit episch? Meinst du, hast viel Material rumstehen und Miniaturen? Naja, das, was wir als Meilensteine hier haben, das sind ja alle. Gut, ich meine, Gloomhaven setzt dem Ganzen natürlich einen oben drauf, aber auch Descent ist von der Masse eigentlich überfluten. Bei HeroQuest haben wir auch gesagt, du öffnest diese Kiste und denkst dir so, boah, Plastik pur. Die sind ja alle so auf ihre Art und Weise so ein bisschen so episch gewesen. Sogar ein Massive Darkness kommt ja in einer Riesenschachtel, die nicht mal in Kallax reinpasst, wo einfach nur jede Menge Kram drin ist. Was hatte vorhin einer gefragt, ob Mage Knight auch nicht ein Non-Crawler ist, wo die Schachtel auch jetzt von der Ultimate Edition nicht in den Kallax reinpasst, weil sie zu groß ist. Das ist ja alles so Sachen, die so gefühlt episch sind vom Umfang, von der Menge, von der Kampagne, von allem. Und dann kommt sowas wie ein One-Deck Dungeon oder ein Klonk. Ist das für dich auch ein Crawler oder ist das dir nicht episch genug? Klonk ist für mich tatsächlich kein Crawler. Nee, finde ich tatsächlich nicht. Weil es ist wieder jeder gegen jeden. Stimmt. Mir fehlt zum Beispiel gerade bei Klonk, wäre das, oder was mir da fehlt, ist die persönliche Bindung zu diesem Charakter, weil für mich ist die Nähe zum Rollenspiel, glaube ich, bei dem Dungeon Crawler auch immer noch sehr wichtig, wo ich meinen Charakter habe. Ich habe eine Person, die spielt, die kann ich identifizieren, sei es an einem Bild, an den Ausrüstungsgegenständen, die ich habe. Und okay, das haben wir bei Klonk alles nicht, da gibt es keinen Charakter. One Deck Dungeon hast du einen Charakter, der dir eine Sondereigenschaft gibt. Ja, da fehlt aber ganz, ganz viel. Da fehlt da fehlen die Miniaturen, da fehlt die Karten, also die Maps, wo ich mich drauf bewege, sowas alles, das fehlt mir da. Da fehlt eine Story, da fehlt eine Kampagne. Ja gut, also da, nach Kampagne der kann man draus machen, wenn man versucht, alle Bosse nacheinander dann zu legen und so. Ja gut, ich kann mir auch viel ausdenken, aber finde ich nicht, dass das Also für dich müssen Crawler dann schon in gewisser Weise episch sein. Wenn du jetzt, wie gesagt, episches Material und Story mit einbegreifst, ja, das sollte gut, schon. Tut mir leid, Sonja, dann ist Munchkin jetzt ab sofort kein Crawler mehr. War es sowieso noch nie. Haben wir doch gesagt am Anfang, oder? Nee, aber das ist Sonjas Gelegenheit, mal oh zu sagen. Das darfst du ja nicht nehmen. Oh. Ich dachte, jetzt käme der große Einspruch. Veto. Ja, genau. Sonja, leg mal Veto ein. Sag mal, dass du Klonk und Von Deck Dungeon gespielt hast und damit bei den Crawlern schon mal dabei bist. Ich habe Klonk gespielt. Oh, Von Deck Dungeon noch nicht. Okay. Nein. Empfindest du Klonk als einen Dungeon Crawler? Da bin ich, es ist für mich ein Deckbilder. Ja, ich habe noch eine Karte dazu, aber okay, ich sehe, René, du hast hier Leute im Podcast, die tatsächlich mehr nach Mechaniken als nach Thema gehen. Also für mich ist Klonk aber auch kein Dungeon Crawler. Echt? Ich meine, wie gesagt, das erfüllt ein paar von den Kriterien, die wir jetzt hier genannt haben, nicht, aber für mich fühlte also sich für mich ist Munchkin eher ein Dungeon Crawler als Klonk. Okay. Ich glaube, da geht halt auch ganz viel vom Gefühl so, ne? Wie fühlt sich das Spiel an? Ich meine, es wird wahrscheinlich einen Grund haben, warum René ja vorhin gescheitert ist bei Boardgame Geek irgendwie nach, ey, such mal Top 10 Dungeon Crawler irgendwie als Mechanik, weil es halt einfach Dungeon Crawler nicht mechanisch ist, sondern halt wahrscheinlich wirklich auch ein Großteil ist dieses Gefühl. Ihr habt vorhin über Massive Darkness und Zombicide geredet und gesagt, ah, das sind für mich gefühlt keine Crawler. Also, ja, wie wichtig ist da denn dieses Gefühl? So, das ist halt die Frage, die da im Raum steht. Ja. Also für mich ist genau. Dieses Gefühl in dem Moment aufgekommen, wo ich nämlich auf diese Linkliste, die René gefunden hat, da gibt es eine Geek-Liste, Dungeon Crawler Collectors List, und da habe ich dran drauf gefunden und da kam dann wirklich Aeon's End und ich saß da und dachte mir so, also Aeon's End ist auch für mich kein Dungeon Crawler mehr. Genau. Ich denke auch, also wenn man thematisch, kann man natürlich dann sagen, okay, es geht hier irgendwie um Monster bekämpfen und sonstiges, aber Aeon's End hat tatsächlich
nicht viel von einem Dungeon Crawler. Ja, du hast für mich ist Thunderstone Quest ist ein Dungeon Crawler und Aeon's End schon nicht mehr. Ja, aber du hast ja bei Aeon's End ja auch diesen Charakter, der ist ja dann auch so ein bisschen ausgearbeitet. Also ich für mich ist Dungeon Aeon's End auch kein Dungeon Crawler. Ich versuche nur gerade diese Sachen da. Ja. Also das, ja. Das ist halt in Anführungszeichen das Problem, das ist, oder was heißt Problem, das ist halt, du hast halt keine scharfe Trennung oder keine scharfe Definition, was ein Dungeon Crawler sein kann. Und zumindest meine Definition fallen diese ganzen rein kartenbasierten Sachen da einfach komplett raus. Also Gloomhaven auch nicht, weil das ist ja rein kartenbasiert. Es hat ja noch Miniaturen, es hat Movement, es hat nur keine Würfel, sondern es hat Und es hat einen Auktionsmechanismus. Haben wir eigentlich Arcadia Quest heute schon genannt? Nein, haben wir noch nicht. Nein, haben wir noch nicht. Warum nicht? Weil du das noch nicht gespielt hast, oder? Nein. Siehst du? Aber René hat es doch schon gespielt. Ist das ein Dungeon Crawler? Nein, aus meiner Sicht nicht, weil es wieder jeder gegen jeden hat. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe mir diese Antwort gerade. Ich wollte es nur mal sagen. Also, ich hatte auch überlegt, Arcadia Quest, aber tatsächlich fühlt es sich für mich, da sind wir wieder bei dem Gefühl, nicht wie ein Dungeon Crawler an. Ja. Ich sehe gerade noch so ein paar Kandidaten. Welcome to the Dungeon. Kennst du das? Das ist ein Bluffspiel. Aber man geht doch auch in einen Dungeon. Wow. Nur weil Dungeon draufsteht. Wow. Ich habe hier nur eine Liste aufgemacht und schmeißt das einfach mal in die Runde. Saugeil. Ja, nee, finde ich gut. Also nein, also für mich nicht. Aber thematisch geht es ja schon in den Dungeon rein. Ja. Ja, gut, aber dann ich jetzt mir auch noch ein zweites Mal. Sehe, Word Slam ist auch kein Wrestling-Spiel. Oh, bitte. Ach, ich hole jetzt die Trommel nicht nochmal raus, das dritte Mal jetzt hier. Ja, also, wenn wir nur nach dem Namen gehen, dann sind wir aber ganz weit weg. Ja, man. Von jeglicher Definition. Okay, dann noch mehr oder weniger die letzte Frage, die jetzt für mich wichtig ist. Was ist eigentlich wichtiger bei einem Dungeon Crawler? Das Exploren oder das Ziel? Bei Gloomhaven zum Beispiel, finde ich, hat keine Explore-Elemente. Du kriegst ein Ziel gesetzt und dann kämpfst du dich auf diese Weise durch den Dungeon durch. Descent Second Edition, der Dungeon ist komplett aufgebaut, du hast ein Ziel und danach arbeitest du durch. Descent First Edition, das ist Explore pur. Ja, weil du, obwohl das Dungeon auch aufgebaut ist. Ja, gut, sagen wir das Descent Second Edition Koop-Version, wo du Raum für Raum dich durcharbeitest und die App dir dann sagt, wann du was kommt. Mansion of Madness, wo auch du das in erster Linie vor allem exploren willst. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, das Explore finde ich für mich den spannenderen Anteil dabei. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch das Shadow of Brimstone so sehr. Weil du hast einen riesen Stapel an Karten, die du aufdeckst, wenn du einen neuen Raum betrittst. Und dann wird gesagt, hier, leg Map-Teil 4711 hier hin. Und dann gibt es noch zwei Ausgänge davon. Und du entdeckst jedes Mal was. Also für mich ist das schon ein wichtiger Aspekt. Und wenn ich halt wählen müsste, welcher mir davon der wichtigste ist, dann wäre es definitiv das Exploren. Da bin ich bei dir. Das sehe ich auch so. Gut, jetzt habe ich hier noch zwei Spiele stehen, wo ich genau weiß, das eine ist ein Dungeon Crawler, der andere nicht. Das eine ist Perdition's Maus. Das hast du ja mal wirklich vollmundig wunderbar auch vorgestellt. Maus. Was dazu geführt hat, dass ich mir das auch besorgt habe. Vollmundig. Liegt leider noch ungespielt bei mir im Regal, aber da habe ich voll Bock drauf. Das ist auch ohne Würfel, wenn ich mich recht entsinne. Genau, das war auch mit Kartenmechanismus. Genau. Und das andere, was ich hier habe, das ist, das fällt nur aus einem einzigen Grund aus dieser Liste raus, weil es halt jeder gegen jeden ist, nämlich das Vast. Wo einer halt in den Dungeon geht, um den zu exploren, und der andere spielt die Goblins, die im Dungeon versuchen, irgendwie Sachen an sich zu reißen, und einer spielt den Drachen, der versucht, irgendwie den Typen zu fressen, und einer spielt den Dungeon. Oh, ich weiß, was René gleich sagen wird. Alle gegen alle. Ja, jeder gegen jeden. Alle gegen alle. Aber das ist ein Spiel, was mich wirklich mal reizen würde. Da habe ich schon mal von gehört und dachte mir, das klingt interessant. Es ist nur ein fürchterlicher Regellernaufwand, aber ansonsten ist es gut, ja. Das klingt an einem spannenden Spiel, aber nichts, wie gesagt, was ich als Dungeon Crawler bezeichnen würde. Hier spielst du den Dungeon. Oder die Höhle.
Also das war auf jeden Fall das Verkaufsargument damals auf Kickstarter, wie ich bin der Dungeon. Der eine spielt den Dungeon und das ist tatsächlich auch so hängen geblieben. Und also mir haben die Partien, die ich gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht, nachdem man dann irgendwann mal die Regeln erklärt habe, weil das ist wirklich, wirklich etwas, das lernst du nicht mal nebenbei. Das ist aber das war dann doch trotzdem spannend. Gut, ich bin mit meinen Fragen durch. Nee, ich habe noch eine kurze Anmerkung, die stand noch etwas weiter oben, und zwar, was man auch merkt, gerade weil jetzt die ganzen Dungeon-Crawler Co-op geworden sind, also dass man diesen Overlord mittlerweile nicht mehr braucht oder der durch eine App ersetzt wird, hat das Ganze eine sehr weite Verbreitung auch in der ganzen Solo-Spielerszene. Weil du dann tatsächlich, wie gesagt, meist die Koops eignen sich ja grundsätzlich gut dafür, aber es gibt auch sehr viele Dungeon-Crawler, die in diesen Solo-Bereichen gespielt werden und sind da sehr verbreitet und auch sehr beliebt. So wie One-Deck-Dungeon? One-Deck-Dungeon? Da ist wieder nur das Wort Dungeon drin. Sonst ich sage wieder Word-Slam. Immer noch kein Wrestling-Spiel. Ich muss gerade denken, bei Thunderstone Quest spielt ja auch jeder gegen jeden. Das ist ja auch kein kooperativer Teil. Und trotzdem empfinde ich es als einen Dungeon-Crawler. So. Aber ja. Ja, wie gesagt, das wollte ich nur kurz ergänzen. Und dann denke ich, sind wir tatsächlich auch durch. Arne, Sonja, ihr habt es geschafft. Ich habe auch schon, Moment. Vor Viertelstunde, 20 Minuten geschrieben, langsam mal zum Ende kommen. Wo hast du das geschrieben? Im Slack steht das, aber Langsam mal zum Ende kommen, ja, das ist tatsächlich eine halbe Stunde her, ja. Sag's ja. Aber ich finde, das war an der Stelle, also irgendjemand hatte sich ja neulich beschwert, so fragt dem Motto, wenn ein Podcast länger als 2 Stunden dauert, dann sollte man mehrere Teile draus machen. Ich denke mir so, dann mach doch Pause. Ich denke, unsere Hörer, die werden das dann eher hoffentlich schätzen, wenn wir dann den Aspekt zu Ende irgendwie katalogisiert haben, ohne hoffentlich einfach nur sinnlos viele Spiele aufzuzählen. Und was ich auf der Subscribe gelernt habe, was so der meiste Tenor bei allen Podcastern, aber auch Hörern war, die Länge ist vollkommen egal. Wenn du 2 Stunden oder 5 Stunden was zu erzählen hast, dann erzähle 5 Stunden was darüber. Wenn du nur 20 Minuten hast, machst du nur 20 Minuten. Ja. Hört auf mit der Längendiskussion. Das ist vollkommen egal. Ich habe gerade geklatscht. Ich habe gerade geklatscht. Und wer es nicht hören will, der soll was anderes hören. Das war an dieser Stelle ein schöner Gruß an Herrn Hildenbrand, der gerne auch unsere Folgen mit Pause hören darf. Den kann ich nicht mehr, seitdem wir den in der Sendung hatten, hat er alle ganzen Kredit verspielt, indem er irgendwie 3 Stunden Sendung draus macht. An dieser Stelle auch nochmal für den Herrn Hildenbrand, der Arne, der hat ja so seine tägliche YouTube-Sendung und da hat er ja jetzt letztes Wochenende ein kleines Gewinnspiel gehabt und da gab es unter anderem zu gewinnen das Spiel Lama, kein Dungeon Crawler, zusammen mit einer Lama-Tasse und einer Lama-Frühstücks-Müsli-Schale. Und dann habe ich tatsächlich den Hildenbrand gefragt, ob der das auch zu Hause rumliegen hat. Und der hat dann gesagt, so was, wovon redest du? Habe ich noch nie von gehört. Also von da aus gesehen, wir wissen, Bretterwisser bildet an der Stelle sogar die Redakteure noch weiter. Die Redaktion weiß nichts, was die Presse, was das Marketing macht. Ja. Ja, wir haben, glaube ich, 1% des ganzen Dungeon Crawl Bereichs mal abgegrast. Ich glaube, wir haben es auch gut geschafft, nicht in die unsinnige Auflistung von Spielen zu rutschen. Aber René, ich habe noch mal eine Frage. Was ist denn jetzt so, Matthias mag ja diese Frage nicht nach seinem Liebling. Ich frage sie trotzdem. Hast du so ein Spiel, wo du sagst, das ist so mein Lieblings-Dungeon Crawler? Das schwankt. Das könntest du wahrscheinlich jeden Monat fragen. Es wird jeden Monat vielleicht was anderes sein. Aber aktuell würde ich momentan tatsächlich den Fokus auf Shadows of Brimstone legen. Was sich aber, wenn ich wieder dazu komme und wir wieder öfters mal Gloomhaven spielen, wahrscheinlich wieder umschwenken wird zu Gloomhaven. Da
gibt es jetzt keinen eindeutigen Gewinner, aber momentan würde ich mich für Shadow of Brimstone entscheiden. Schreibe ich Dungeon Crawler eigentlich zusammen oder getrennt? Zwei Wörter. Ich war ein bisschen inkonsistent bei den Kapitelmarken. Jetzt habe ich das mal geändert. Matthias, gleiche Frage auch an dich. Das ist tatsächlich für mich Descent Second Edition. Okay. Also ich habe tatsächlich da den meisten Spaß dran. Auch vor allem gerade in diesem One versus Many Modus, wo halt, weil da tatsächlich so dieses Gefühl so ist, man spielt zwar gegeneinander, aber nicht indem ich sage, ich versuche zu verhindern, was du machst, sondern ich versuche meinen eigenen Schuh durchzuziehen. Und das kann tatsächlich sein, dass wir uns nur an der Stelle begegnen, dass wir uns auf der Map im Weg sind oder dass unsere Ziele tatsächlich so unterschiedlich sind, dass wir aber das nur erreichen können, indem wir den anderen an der Stelle behindern oder so. Und das ist so vielfältig und für mich ist Descent Second Edition tatsächlich grandios. Und sollte es dazu tatsächlich jemals eine Third Edition geben, dann bin ich echt neugierig, wie sie das noch verbessern wollen. Aber du spielst es jetzt nicht mit der App. Ich habe es ehrlich gesagt mit der App einmal getestet und das war okay. Ich würde es wahrscheinlich öfter mit der App spielen, wenn ich noch ein funktionierendes iPad hätte. Ich habe ja noch ein altes iPad 2 aus dem Jahre 2011. Das ist jetzt nicht so das modernste Gerät dafür. Und ich meine, ich kann mein iPhone hinlegen und dann hast du so einen kleinen Bildschirm, wo du denkst so, das ist der Grund, warum ich das nicht in der App. Hättest du dir mal ein Plus-Gerät gekauft? Ja. Aber ich denke auch, Descent ist, spielt auf jeden Fall oben mit. Für mich aber hauptsächlich mit der App-Unterstützung. Das finde ich für mich schon einfach. Ich bin mittlerweile weg von diesem One versus Many. Ich bin da lieber auf der Seite. Alle spielen gemeinsam gegen das Spiel. Das macht mir am meisten Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir auch Spaß macht, wenn ich dann etwas mehr gespielt habe. Möchte ich nicht ausschließen. Aber momentan, da ich das noch nicht so erlebt habe, bin ich noch bei dem regulären. Die Frage ist, was ist denn dein Lieblings-Crawler, Arne? Five-Minute-Dungeon ist am schnellsten zu Ende. Ich überlege gerade, ob das ein macht es dir ein wenig Spaß oder macht es dir ein wenig Spaß oder hat es einfach nur ausgewählt, weil es schnell zu Ende ist? Es macht mir auch Spaß, aber es ist ja kein Dungeon-Crawler. Es hängt ja immer davon ab, von der eigenen Definition. Ne? Also, ja, ja. Es gibt ja keine Definition für Dungeon-Crawler. Wir haben jetzt eine, die jetzt bei mir und bei dem Matthias gut ankommt, aber jeder hat jetzt, könnte ja seine eigene Definition haben. Wie gesagt, das spiele ich halt gerne, aber das würde ich jetzt also nicht mit einem Descent oder so. Ich meine, ich habe ja das Descent wirklich, das war ja meins, was René jetzt hat. Ich soll da nicht so anders reinpusten. Gefragt, Arne, gibt es denn einen Dungeon Crawler von denen, wir haben ja nun wieder ganz viele Spiele aufgezählt, wo du sagst, da hättest du Bock, das mal kennenzulernen? Also ein Gloomhaven würde ich vielleicht auch mir mal anschauen und nur mal zu wissen, so als Background, so damit man mal sagen kann, ich habe es mal gespielt oder ich weiß, worum es geht. Zombicide hat man, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber geredet, dass ich ein paar Mal hat der Finger schon gezuckt. Wahrscheinlich, ist das auch wieder so ein Blödsinnskauf wie andere Spiele in letzter Zeit. Ich guck da gerade. René, zählt Max versus Minions als Dungeon Crawler? Nein. Warum nicht? Wir haben Miniaturen, wir haben variablen Spielplan, wir haben Aufleveln, wir haben ein gewisses Fantasy-Setting, wir haben ein Koop, wir haben eine Kampagne. Ja. Alles da. Alles da. Ist nicht düster genug. Trotzdem ist es gefühlt kein Dungeon Crawler. Gefühlt nicht, aber eigentlich von denen, was wir in Kategorien gesetzt haben. Von den Kategorien passt es voll da rein. Aber was Arne eben schon so richtig sagte, es geht viel über das Gefühl an der Stelle und dann passt es wieder nicht. Spannend. Und es kommt, Würfel sind drin, aber ich wollte gerade sagen, es kommt eigentlich ohne Würfel aus. Ja, aber der Würfelanteil ist jetzt ja, okay, das, was ich halt gespielt habe, jetzt. Nee, es wird auch nicht mehr in den folgenden Szenarien. Das ja. Eieiei. Sonja, dein Lieblings-Dungeon-Crawler. Ja, ich bleibe dabei. Munchkin. Nee, okay. Welchen würdest du gern kennenlernen? Jetzt sagst du wahrscheinlich auch Gloomhaven. Ja, Gloomhaven.
der Rest. Ich frage mich, wenn Arne und Sonja Gloomhaven nicht nennen dürften, welchen Dungeon Crawler würden sie dann gerne kennenlernen? Das ist diese, wahrscheinlich hätten wir so eine Sendung vor 2017 machen müssen, damit wir da eine andere Antwort kriegen. dieses Maus und Mystik hat mich schon immer mal so ein bisschen gereizt, ja, wo ich dachte, das würde ich mir vielleicht mal angucken. Da wäre ich, glaube ich, auch bei dir. Okay. Ja, Arne, Essen kommt ja bald, dann können wir hier mal einiges ausprobieren. Ja, macht es denn Sinn, mal so eine Kampagne, so ein One-Shot auf von Gloomhaven zu spielen? Das macht das überhaupt damit? Also. Doch, das macht voll Sinn, weil Gloomhaven lebt weniger von seiner Kampagne. Ne? Es gibt unheimlich viele Szenarien, aber das ist auch, was viele bemängeln bei Gloomhaven, dass es sich für viele unglaublich generisch dann auch anfühlt, weil es ist immer, du gehst ins Dungeon rein, musst die Leute töten, bla 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 und so. Deswegen kann man das sehr gut auch mal antesten, um mal zu sehen, wie funktioniert diese Mechanik einfach. Ja, aber wo fängst du denn da an? Wenn du sagst, es hat Legacy-Elemente. Du nimmst einfach vier von den sechs Standardcharakteren, die kannst du alle problemlos resetten, indem du einfach sagst, hier, das ist der Kartenstapel, mit dem du spielst. Und dann nimmst du einfach das erste Szenario und dann spielst du das. Das geht ganz problemlos, da machst du nichts kaputt. Da ist völlig egal, ob das schon benutztes Gloomhaven ist, das funktioniert. Genau, das geht hervorragend. Zombies halt können wir auch spielen. Ist auch genug Material da. Och, was wir alles denn spielen wollen. Ja. Ja, du wolltest ja doch da einen Monat frei nehmen, hast du gesagt. Vielleicht habe ich dann noch einen Monat frei. Oh Gott. Wobei Zombies halt für mich auch eins ist, was ich durchaus mal mitspielen würde. Das hat ein Bekannter von uns und der. Da kommst du einfach mal also, hier vorbei. Das ist meine Frau sofort dabei, da machen wir es zu dritt. Jeder zwei Charaktere. Wir haben doch jetzt Tan. Ja, also. Jede Folge zwei Spieler auf die Tan-Liste. Das Problem ist tatsächlich, so eine Zombieside-Partie kann schon mal 3-4 Stunden dauern. Wir sind da 3 Tage. Ja, ja, genau. Die Anfangsszenarien ja nicht. Also es ist definitiv nicht so episch wie jetzt ein Kolonisten. Kein Dungeon Crawler. kann sein natürlich, dass die anfangs. Also das Problem ist, ich kriege mein Material nicht auseinandersortiert. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was ich an Material rausnehmen muss, weil ich habe ja die Erweiterung mit drin und ich habe die Promo-Zombies mit drin und ich habe die zusätzlichen Abominations drin und die anderen Necromancer und etc. Also bei mir, ich wüsste gar nicht, wie ich das wieder rausrotieren soll. Ja, egal. Aber Sonja, da müssen wir vielleicht tatsächlich einfach mal so ein Wochenende verabreden, wo du mit Michael hier auftauchst und wir dann mit meiner Frau zu viert irgendwie schöne Sachen spielen. Ja, können wir gerne mal angehen. Gut. Dann ist, denke ich, jetzt Arne gefragt, der mal irgendwelche Schleifchen und Deckel macht. Nee, die macht ja René. Nee, ich habe heute genug geredet. Oh, ich habe doch schon eine Kapitelmarke für Verabschiedung gesetzt. Nee, haben wir noch gar nicht. Die wollte ich machen, bevor ich mit meiner blöden Frage kam. Aber ja, dann. Genau, dann haben wir es jetzt geschafft nach über 2 Stunden. Och, das ging auch schnell. Ich hoffe, ihr seid alle trotzdem dabei geblieben. Ach, jetzt habe ich schon wieder die Länge gesagt. Ne? René, muss ich mal einbremsen. Ah, jetzt versuche ich gerade die Zeit noch zu überbrücken, bis ich die Sendungsübersicht aufhabe. Habe ich jetzt geschafft. Ihr seht, das ist hier alles aus dem FF. Hier ist überhaupt nichts zufällig oder spontan. Genau, also wenn ihr irgendwie, wenn ihr uns zustimmt oder wenn wir irgendeinen wichtigen Dungeon Crawler vergessen haben, oder wie ihr das definieren wollt, könnt ihr uns gerne einen Kommentar unter diese Folge schreiben. Da war es in letzter Zeit ein bisschen still, ne? Hatte ich so das Gefühl. Ja, genau. Zur Not kann man ja auch das WhatsApp jetzt nutzen als für einen Audiokommentar. Genau. Wer schreibfaul ist und wer es lieber sagt, ach, da spreche ich lieber was ein, gerne nehmen wir auch mit in die Sendung auf. Genau, wenn da irgendwie Feedback per Audiokommentar kommt, wäre das auch, würden wir mit in die nächste Sendung reinnehmen. Also keine Scheu, wenn ihr eure Stimme da hören wollt. Oder? Ansonsten, wenn ihr Kommentare online hinterlasst, das lesen auch tatsächlich alle anderen, weil wir haben ja eine Weiterleitung von den Kommentaren in unseren Beeple-Chat, wo all unsere Hörer natürlich gerne eingeladen sind, mitzureden und mitzulesen. Und da ist ein extra Kanal, wo man diese ganzen Beiträge auch sieht, also wo auch dann die anderen das sehen und nicht verpassen können.
Genau. Also es gibt da Möglichkeiten. So, und jetzt habe ich die Tabelle offen, habe sie schon wieder geschlossen, weil ich was anderes geklickt habe. Läuft. Nee, genau. Das war jetzt unsere Dungeon Crawler-Sendung. Ich glaube, die brannte René irgendwie schon mehrere Jahre unter den Fingernägeln, oder? Ja. Ja, so ein bisschen. Zumindest mal ein Thema, wo ich mehr zu sagen konnte. Ja. Finde ich gut. Nächste Sendung ist dann über Schafe. Nein. Ach, ging ja schnell. Genau. Hier steht jetzt die nächste Sendung. Oh Gott, Tanzen in Spielen steht hier immer noch. Ich weiß nicht, wie die aussehen soll. Das weiß ich auch noch nicht. Aber Plan ist natürlich, wir sind tatsächlich so frech, wir haben uns in unserer Planung vorgenommen, tatsächlich zu Ostern einfach mal das Wochenende frei zu haben. Mhm. Und da wir ja immer freitags jetzt wieder brav veröffentlichen und der Osterfreitag, also der Karfreitag ja irgendwie so ein, ich weiß auch nicht aus welchen Gründen, aufoktroyiertes Tanzverbot hat, war die Idee dann zu sagen, dann reden wir doch einfach mal über Tanzen in Spielen. Und ich weiß noch nicht, wie die Sendung aussehen soll, keine Ahnung. Es wird eine kleine Sendung. Also von da aus. Mir fällt gerade ein Spiel ein. Ich habe eins. Ich habe auch eins. Ach verdammt, wahrscheinlich ist es das gleiche. Ist das von Atypia? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war vorletztes oder vor 3 Jahren in Essen? In Halle 1 bei den Griechen. Wenn nicht, dann redest du über ein anderes Spiel. Aber das werden wir dann einfach nicht. Das muss in Halle 3 gewesen sein. Dann reden wir über verschiedene Spiele. Ist doch auch was Schönes. Also wir sehen, wir finden schon gerade was. Ja, René auch. Ja. Ah, ich hab was. Ja, der Regentanz bei Shadow of Brimstone, alles klar. Nein, es gibt die Charakterklasse Schwerttänzer. Geschummelt. Genau, danach, also Karfreitag wird es keine Folge geben. Danach werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen über 3D-Druck reden. Genau. Steht jetzt im Sinn. Zugast steht hier. Ja, den könnten wir mal fragen. Frag den mal. Also, ohne Matthias. Ohne Matthias, dann müsst ihr leider auf mich verzichten. Ja, also nee. Aber vielleicht mit einem kompetenten Gast. Ja, endlich mal. Endlich mal, genau. Also wenn wir schon einen kompetenten Gast haben, dann müssen wir eine Labertasche weniger haben. Und da der Arne die Technik macht, muss ich es sein. Genau. haben wir noch irgendwas vergessen? Checkt den YouTube-Kanal nochmal aus von Bretterwissern. Da sind wir auch. Ich vor allem. Und wenn ihr mitmachen wollt im Slack bei uns, falls ihr nicht da schon sowieso aktiv seid, dann schreibt ihr eine E-Mail an. Mitmachen@bretterwisser.de. Für alle weiteren Fragen schreibt ihr eine E-Mail an. Info. Info@bretterwisser.de. Und wer die Sendung irgendwie über den Webplayer hört und Spotify benutzt, der kann uns jetzt auch bei Spotify hören. Ja. Falls es jemand nutzt. Sei doch nicht so negativ eingestellt, Mann. Ich bin nicht negativ. No. Das überlasse ich Nico. Hallo Nico. Und wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne entweder noch weiter über Patreon machen oder aber ihr schreibt eine E-Mail an. An irgendeine Bretterwisser-Adresse, wird schon ankommen. Am besten an Arne. Ja. Oder und dann gibt es auch die Möglichkeit, uns per Dauerauftrag zu unterstützen. Genau. Und wenn er schnell seid, kriegt ihr noch eine Postkarte. Ich kann auch problemlos noch Postkarten hinterher schicken, wenn wir jetzt noch Leute dazu kriegen. Ist gar du hast noch. Ich habe noch welche hier rumliegen. Ja. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss. Ach so. Tschüss. Tschüss. Cashflow@bretterwisser.de. Ich muss mich noch einrichten. Aber was ist denn .dw?